Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitten und Sie alle hier im Clubhaus in Altrötlitz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Götz Ulrich, bin der Landrat des Burgenlandkreises und ich werde versuchen, heute durch diese Veranstaltung zu führen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich sehr, dass ich heute den Abend mit Ihnen verbringen kann, dann wäre das nicht so ganz wahr. Und wir wollen ja die Veranstaltung auch nicht damit beginnen, dass ich Ihnen irgendwelche Unwahrheiten sage. Ich sage lieber, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns heute hier zusammenfinden und die Informationen von unserer Seite an Sie weitergeben und die Fragen und Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen, entgegennehmen, besprechen, miteinander diskutieren. Eine solche Veranstaltung auch mit so vielen Zuhörern oder Mitdiskutanten, wie Sie es alle sind, die ist nicht sehr einfach zu moderieren. Es ist zwar nicht die erste Veranstaltung, die wir hier vorne in dieser Weise durchführen, aber sie birgt natürlich aufgrund der Vielzahl der Zuhörer immer die Gefahr, dass es dann in irgendeiner Weise eskaliert, dass man sich nicht mehr gegenseitig zuhört. Und deshalb ist natürlich, brauchen wir gewisse Geschäftsgrundlagen für unsere Einwohnerversammlung heute. Die erste Geschäftsgrundlage für mich wäre und ist, es ist eine Einwohnerversammlung. Also hier sollen die Einwohner von Tröglitz und gerne auch die Einwohner aus der Gemeinde Elsteraue zu Wort kommen. Um die geht es besonders, es geht um die Tröglitzerinnen und Tröglitzer und nicht um Menschen, die von auswärts kommen. Das werde ich dann auch bei der Erteilung der Wortmeldung insoweit erbitten, dass Sie bitte sagen, wo Sie herkommen. Ihren Namen sagen und wo Sie herkommen, damit wir das erkennen. Dann würde ich Sie und möchte Sie um Fairness bitten, weil wir wissen ja alle, dass die Meinung in Tröglitz zu diesem Thema Unterbringung von Asylbewerbern auseinandergehen können und auseinandergehen. Und das gehört für eine solche Veranstaltung zur Fairness, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man sich ausreden lässt, auch wenn man nicht derselben Meinung ist wie derjenige, der sich zu Wort meldet oder wie derjenige, wie jetzt ich, der gerade zu einem Thema spricht. Wir werden hier im Saal mehrere Mikrofone haben, ist das richtig? Jawohl. Sodass wir dann auch diese Mikrofone hier im Saal stehen, die Ihnen zur Verfügung stehen, stellen, damit Sie sich zu Wort melden können. Es gibt auch oben auf der Tribüne Mikrofone und damit die Möglichkeit auch von dort oben zu sprechen, ist richtig. Für die Dauer der Veranstaltung habe ich mir gedacht, das sollte maximal 2 Stunden gehen. Die Erfahrungen zeigen aus ähnlichen Versammlungen in Hohenmölz oder Eckernsberger, dass nach 2 Stunden sich alles wiederholt und dass dann auch die Aufmerksamkeit auch für uns hier vorne derart nachlässt, dass ich Sie also bitten möchte, dass wir nach 2 Stunden dann zum Ende kommen. Ich würde die Veranstaltung nach 2 Stunden dann auch schließen. Bevor ich jetzt einleitende Informationen an Sie weitergebe, möchte ich Ihnen erstmal die Leute vorstellen, die hier vom Platz genommen haben. Hier stehen zwar Schilder, aber ich glaube, die kann man auch nicht von überall gut erkennen. Und Sie sollen schon wissen, wer mit Ihnen heute Abend über dieses Thema sprechen wird oder Antworten geben wird. Ich beginne einfach ganz außen. Das ist jetzt keine Reihenfolge aus irgendeinem Grund, das ist Marlies Vogel. Marlies Vogel ist Bürgermeisterin der Stadt Eckernsberger und sie ist auch Mitglied des Kreistages. Und Marlies Vogel ist heute auch deshalb hier, weil wir ja in der Stadt Eckernsberger, die ungefähr so groß ist wie Tröglitz, so 2.500 Einwohner, auch seit Oktober diesen Jahres ein Asylbewerberheim, also eine Gemeinschaftsunterkunft mit 60 Personen haben. Und neben Marlies Vogel sitzt Frau Bettina Blödner-Walter. Sie ist die Pfarrerin für den Pfarrbereich, nicht nur für Eckernsberger, aber für den Pfarrbereich und kann genauso authentisch wie Frau Vogel dann von der Eckernsberger Situation berichten und erzählen, wie es dort läuft. Dann begrüße ich sehr herzlich die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Frau Möbbing,
die aus Magdeburg zu uns gekommen ist. Frau Möbbeck ist im Ministerium für Arbeit und Soziales angesiedelt und ist für das ganze Land für das Thema Integration zuständig. Wir haben uns beim Asylgipfel in der Staatskanzlei mal kennengelernt und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Neben Frau Möbbeck sitzt Andy Haug. Andy Haug ist Bürgermeister der Stadt Hohenmölsen. Viele von Ihnen haben gehört und gelesen, dass in wenigen Tagen, morgen genau genommen, in Hohenmölsen ca. 60 Asylbewerber untergebracht werden. Und Andy Haug kann berichten, wie es in Hohenmölsen mit den Vorbereitungen gelaufen ist. Auch da haben wir eine solche Einwohnerversammlung durchgeführt. Herr Haug ist auch Mitglied des Kreistages. Herr Gollmann ist Leiter des Ordnungsamtes im Burgenlandkreis und beim Ordnungsamt ist auch die Ausländerbehörde angesiedelt, also das gesamte Tagesgeschäft der Betreuung, der Unterbringung bis hin auch zur Abschiebung, das muss man so sagen, liegt in der Hand des Amtes von Herrn Gollmann und er ist natürlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Moment bis aufs Äußerste beschäftigt, diese Herausforderung auch zu lösen. Dann neben Herrn Gollmann Frau Renner. Frau Renner ist die zuständige Dezernentin im Landratsamt des Burgenlandkreises, die für viele Aufgaben zuständig ist, aber auch die Unterbringung der Asylbewerber und die Aufgaben des Ordnungsamtes mit zu verantworten. Frau Wernicke ist die Leiterin, kann man das noch sagen, die neue Leiterin des Polizeireviers im Burgenlandkreis. Und Frau Wernicke kann, wenn dazu Fragen bestehen, aus polizeilicher Sicht eben dann auch diese Frage beantworten. Sie wird auch begleitet von Herrn Bethmann, der für die Öffentlichkeitsarbeit im Burgenlandkreis von der Polizei zuständig ist. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Den hier muss ich Ihnen nicht vorstellen, meine Damen und Herren, das ist der Bürgermeister der Gemeinde Elsterauer, Herr Meister. Das ist ja eine gemeinsame Herausforderung, nicht nur für den Burgenlandkreis, nicht nur für die Tröglitzer, sondern ohne die Gemeindeverwaltung und den Bürgermeister, den Hauptamtlichen, wird das nicht zu lösen sein. Vielen Dank. Und neben Herrn Meister sitzt Dieter Stier. Dieter Stier ist Bundestagsabgeordneter und Wahlkreisabgeordneter, aber er ist auch heute hier als Vorsitzender des Kreistages Burgenlandkreis. Und neben ihm sitzen die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages. Das ist zunächst Herr Jörg Riemer für die CDU-FDP-Fraktion. Herr Riemer ist auch Stadtrat in Weißenfels. Weißenfels steht genauso wie Sie vor der Herausforderung der Unterbringung weiterer Asylbewerber. Er kennt das Thema demgemäß auch aus Sicht der Gemeinde. Neben Herrn Riemer sehen Sie Frau Christine Krössmann von der Fraktion Die Linke. Frau Krössmann führt diese Fraktion und hat auch mit mir die erste Veranstaltung seinerzeit in Eckersberger schon durchgeführt. Vielen Dank. Und Herr Günther Weise. Herr Weise ist Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, Landgemeinden, Bürger für Weißenfels, AfD. Ganz langer Name. Und Herr Weise ist von Haus auch Rechtsanwalt, das darf ich so sagen, Herr Weise. Und auch insofern immer mal wieder mit diesem Thema vertraut. Ich danke Ihnen sehr. Und Herr Erben und Frau Schiko sind nicht anwesend, vielleicht kommen Sie noch. Das sind die anderen Fraktionsvorsitzenden. Jetzt kennen Sie erstmal die Leute, die hier vor uns sitzen. Und jetzt ist es erstmal an mir, Ihnen einige Dinge zu erklären, weil ich weiß, dass dieser Wunsch, diese Forderung bei Ihnen seit langem besteht. Wir müssen endlich mehr zu diesem Thema wissen. Und das sollen Sie jetzt unbedingt auch erfahren. Ich beginne zunächst mal mit grundsätzlichen Dingen. Wir haben in Deutschland für das Jahr 2015 eine Prognose des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die davon ausgeht, dass ungefähr 250.000 bis 300.000 Asylbewerber nach Deutschland kommen werden. Mit einer Prognose ist es eben so, wie eine Prognose ist. Kein Mensch weiß, wie sich das Jahr 2015 wirklich entwickelt. Kein Mensch kann heute genau sagen, was wir am Jahresende wirklich zu erwarten haben, aber diese Prognose ist sozusagen die Grundlage auch für die Annahmen, die dann die Länder und die Landkreise treffen, was ihre Aufnahmequoten angeht.
angeht. Denn es ist so, dass von diesen Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen, das Land Sachsen-Anhalt nach einem bestimmten Schlüssel 2,85% der Asylbewerber aufnehmen muss. Und das wären, wenn man eben von diesen 250.000 Asylanträgen und sogenannten 50.000 Asylfolgeanträgen ausgeht, ungefähr 7.100 Asylbewerber, die nach Sachsen-Anhalt im Jahr 2015 kommen. Wenn man das jetzt weiter auf den Burgenlandkreis runterrechnet oder herunterbricht, ist es so, dass der Burgenlandkreis 9,1% der Asylbewerber, die nach Sachsen-Anhalt kommen, aufzunehmen hat. Dafür ist der Landkreis zuständig. Das würde ungefähr eine Aufnahmequote von 650 Asylbewerbern in diesem Jahr für den gesamten Burgenlandkreis bedeuten. Ich will Ihnen mal die Zahlen aus den letzten Jahren sagen. Wir hatten im Jahr 2013 284 Personen im Burgenlandkreis unterzubringen und zu betreuen. 2014 war das Gesamtaufnahmesoll bei 606 Personen, also mehr als eine Verdoppelung. Und die Annahmen sind eben für dieses Jahr bei den ungefähr 650. Ob die Annahmen so zutreffen oder ob nicht doch deutlich mehr Asylbewerber hierher kommen, wissen wir nicht genau, aber die Zahlen, die das erste Quartal 2015 für den Burgenlandkreis gebracht hat, die zeigen, dass diese 650 wahrscheinlich nach oben zu korrigieren sind. Wir haben, heute schließen wir das erste Quartal ab, 284 Personen als Aufnahmeverpflichtung im Burgenlandkreis. Und wenn Sie das rein theoretisch mit 4 multiplizieren, sehen Sie, dass wir dann deutlich über die 650 kämen, sogar über 1000 kämen. Aber das wissen wir nicht genau. Wir treten ja morgen den Monat April ein. Wir haben im April als Landkreis eine Aufnahmequote von insgesamt 150 Personen zu erfüllen. Das heißt, die müssen wir auch wirklich unterbringen. 82 Personen, das ist die Monatsrate, wenn man so will, und 68 Personen müssen wir zusätzlich unterbringen, weil wir den vorausgegangenen Monaten nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten hatten, also nicht schnell genug Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung stellen können. Der Kreistag hat nun vor wenigen Tagen beschlossen, das wissen Sie, dass auch nach Tröglitz Asylbewerber kommen. 40 Personen werden es sein. Und die Frage, wann die genau kommen, kann ich Ihnen nicht endgültig heute beantworten. Wir gehen davon aus, dass Sie in der zweiten Maihälfte bis Anfang Juni, kann sich das durchaus hinziehen, kommen werden. Also zweite Maihälfte bis Anfang Juni. Das richtet sich nach verschiedenen Dingen. Das richtet sich einmal danach, wie schnell der Vermieter mit der Errichtung der Wohnungen vorwärts kommt. Das richtet sich aber auch danach, wie schnell wir als Landkreis die notwendigen Vorbereitungsarbeiten und Ausschreibungen, die wir treffen müssen, umsetzen können. Es ist also so, dass wir uns entschlossen haben, hier für Tröglitz einen hauptamtlichen Sozialpädagogen einzusetzen, der auch mindestens 2 Sprachen sprechen soll. Und dieser Sozialarbeiter, wir sind jetzt sozusagen auf Suche in der Ausschreibung, um diesen Sozialarbeiter hier auch beschäftigen zu können. Der wird dann auch ein Büro beziehen in einer der 12 Wohnungen, die wir anbieten. 11 Wohnungen werden Wohnungen sein, in denen Asylbewerber untergebracht werden, und die 12. Wohnung, dort wird das Büro des Sozialarbeiters sein und dort wird auch eine Möglichkeit, ein Gemeinschaftsraum sein, wo eben auch Begegnung möglich ist unter den Asylbewerbern oder aber auch gerne zwischen den Deutschen, den Einheimischen, den Tröglitzern und den Asylbewerbern. Sicherlich werden Sie am liebsten wissen wollen, wer genau ist es denn, der kommt. Sind es Männer, sind es Frauen, sind es Kinder? Eine genaue Antwort kann ich Ihnen natürlich heute noch nicht geben, weil heute noch gar nicht feststeht, wer dann im Mai, Ende Mai oder Juni genau
in der zentralen Aufnahmestelle sein wird. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass sowohl der Burgenlandkreis als auch das Land Sachsen-Anhalt sich intensiv darum bemühen werden, dass wir, weil wir hier eine dezentrale Unterbringung haben, weil wir die Menschen in Wohnung unterbringen und nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft, es sich ganz überwiegend um Familien handeln wird. Wir müssen also damit rechnen, dass diese Familien auch nicht nur Mann und Frau sein werden, sondern dass auch Kinder dabei sein werden. Und dass diese in diesen Wohnungen als Familien auch leben werden. Und daraus ergeben sich Konsequenzen. Konsequenzen auch deshalb, weil diese Familien dann eben auch bestimmte Einrichtungen in der Gemeinde oder im Umfeld des Ortes Tröglitz in Anspruch nehmen werden. Das heißt, wenn Kinder kommen, die auch in den Kindergarten gehen oder in die Schule, in den Kindergarten gehen sollen möglichst und in die Schule gehen werden. Wie das im Einzelnen sein wird, darüber werden wir sicherlich nachher noch Gelegenheit haben zu sprechen, denn ich kann mir vorstellen, dass auch darüber oder dazu von Ihnen sehr genaue Fragen kommen. Also wir gehen davon aus, dass wir hier ganz überwiegend Familien unterbringen. Neben dem Sozialarbeiter werden wir auch hier in Tröglitz, so wie wir es in Eckernsberger schon tun und in Hohenmölsen auch machen, auch einen Wachdienst beschäftigen, der rund um die Uhr 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, für die Sicherheit der Unterbringung der Asylbewerber da sein wird. Auch der wird dann sicherlich in dieser Wohnung auch mit Büro beziehen. Es wird also auch außerhalb der Anwesenheit der Sozialarbeiterin oder des Sozialarbeiters auch immer einen Ansprechpartner eines Wachdienstes geben. Und bei dieser Ausschreibung des Wachdienstes gelten auch bestimmte Anforderungen, die wir dort festlegen werden an die Qualität des Wachdienstes, an die Qualität der Mitarbeiter des Wachdienstes. Sie haben sicherlich auch schon mal davon gehört, dass es in Nordrhein-Westfalen da mal einen Übergriff gegeben hat eines Wachmannes. So etwas wollen wir natürlich möglichst verhindern. Ich glaube, dass ich Ihnen jetzt auch erklären muss, warum wir heute, erst heute am 31. März zusammenkommen, obwohl das Thema für Sie und für viele Tröglitzer, die heute hier nicht sind, schon viel länger Thema ist. Warum wir heute erst diese Einwohnerversammlung durchführen, man kann, glaube ich, ganz unterschiedlicher Meinung dazu sein, wann der richtige Zeitpunkt für eine solche Information ist. Mir persönlich ist wichtig, dass wenn ich vor die Einwohner trete und ihnen Rede und Antwort stehe, dass sie dann auch so konkrete Informationen wie möglich bekommen. Und diese konkreten Informationen können erst dann erfolgen, wenn zumindest eine Entscheidung getroffen wurde, ob wir überhaupt Asylbewerber in einem Ort unterbringen. Dieser Entscheidungsprozess, der ging über viele Wochen und hat sozusagen seinen Höhepunkt und seine Endgültigkeit mit dem Beschluss des Kreistages vor 2 Wochen gefunden. Bis dahin haben sich viele Dinge geändert, bis hin auch zu der Frage, wie viele Asylbewerber kommen denn nach Tröglitz. Ich will Ihnen sagen, dass wir ursprünglich, als wir auch Tröglitz ins Auge gefasst hatten für eine Unterbringung, auch von höheren Zahlen ausgegangen sind. Seinerzeit wollten wir 70 Personen hier in Wohnungen unterbringen. Und dieser Diskussionsprozess, der dann eingesetzt hat, mit dem Ortschaftsrat, mit dem Gemeinderat, mit dem Bürgermeister und dem Ortsbürgermeister, der hat uns schon vor Augen geführt, dass 70 Personen für Tröglitz auch aus Sicht des Landkreises eine zu große Herausforderung sind. Und dass wir deshalb uns im Laufe dieses Prozesses auch dazu entschlossen haben, 40 Asylbewerber hier in Tröglitz unterzubringen. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Einrichtungen, ich nenne jetzt mal Eckernsberger nochmal, wo wir 60, und die 60 sind manchmal überbelegt, wir hatten sogar schon mal 69 Asylbewerber in Eckernsberger untergebracht in der Gemeinschaftsunterkunft. Wenn Sie das sehen, glaube ich, ist das mit den 40 auch ein angemessenes Verhältnis.
Also die Verantwortung dafür, dass wir heute unterrichten und informieren, die trage ich. Es gab am 27. Januar bereits von meiner Seite eine Einladung an diejenigen, die an den sogenannten Abendspaziergängen teilgenommen haben. Es gab dort schriftliche Einladungen an Tröblitzer. Und es hat dann am 27. Januar schon mal eine erste Informationsrunde mit dem damaligen Informationsstand gegeben. Ich hatte dort in die Volkshochschule nach Zeitz eingeladen und es waren noch ungefähr 20 dieser Teilnehmer dieser Demonstration oder dieses Spazierganges gekommen. Es war eine faire Sache. Ich konnte natürlich so konkret, wie ich heute vor Ihnen stehe, noch nicht Auskunft geben. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Sie werden sich fragen oder werden vielleicht auch der Meinung sein, warum machen die denn eine solche Informationsveranstaltung, wenn schon alles entschieden ist? Das ist doch undemokratisch, wenn die Bürger erst informiert werden, nachdem der Kreistag die Entscheidung gefällt hat. Diese Meinung kann ich verstehen, aber wenn Sie sich einmal die Situation eines Landkreises, eines Kreistages oder eines Landrates, der für die Unterbringung zuständig ist, versetzen und überlegen, was passieren würde, wenn wir in jedem Ort die Frage, ob wir die Asylbewerber unterbringen oder nicht unterbringen, in die Entscheidung der Bevölkerung stellen, dann wird vielerorts, befürchte ich, eine Entscheidung herauskommen, die uns nicht weiterhilft, nämlich nicht weiterhilft, die Asylbewerber dort im Landkreis unterzubringen. Und deshalb können Sie das jetzt vielleicht als undemokratisch ansehen, aber wir übernehmen, ich auch persönlich als Landrat, die Verantwortung dafür. Wir stellen uns auch dieser Verantwortung. Und Sie haben natürlich jederzeit das Recht, das dann auch durch Wahlen und Abstimmungen beim nächsten Mal mit personellen Konsequenzen zu belohnen, in Anführungsstrichen. Aber solange wir die Verantwortung tragen, der Kreistag und ich als Landrat, solange möchten und wollen wir auch dieser Verantwortung nachkommen. Und deshalb wird die Entscheidung durch diejenigen getroffen, die nicht undemokratisch diese Entscheidungsgewalt ausüben, sondern auch durch demokratische Wahlen für diese Aufgaben von der Bevölkerung gewählt wurden. Ich halte es also persönlich nicht für undemokratisch, wenn diejenigen, die dazu berufen sind, für eine bestimmte Dauer der Wahlperiode dann auch diese Entscheidung treffen. Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, aber ich kann natürlich gut verstehen, wenn Sie da auch anderer Meinung sind. Wir werden darüber sicherlich noch zu reden. Ich möchte Ihnen noch abschließend zwei Dinge sagen. Erstens, wie verhält es sich denn mit dem Anteil von Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen und geduldeten Ausländern im Burgenlandkreis? Wie viel sind das denn gegenwärtig? Wie viel sind das gegenwärtig in der Gemeinde Elsterau? Und wie sieht denn eigentlich der Plan des Landkreises aus? Warum ist denn Tröglitz nun ausgerechnet ins Visier der Betrachtung gekommen und warum soll ausgerechnet in Tröglitz jetzt diese Unterbringung erfolgen? Zunächst mal zu dem Thema, wie viele Asylbewerber und geduldete Ausländer haben wir zurzeit? Also wir haben im Burgenlandkreis insgesamt zurzeit 58 Bürgerkriegsflüchtlinge, 478 Asylbewerber und 355 geduldete Ausländerinnen und Ausländer. Das sind 891 insgesamt im ganzen Landkreis. Und das ist ein Anteil an der Gesamtbevölkerung der rund 182.000 Einwohner von 0,49%. In der Gemeinde Elsteraue ist es so, dass wir hier gar niemanden haben aus diesem Personenkreis, also 0%. Und insgesamt liegt der Ausländeranteil, das kann ich vielleicht auch noch sagen, in der Gemeinde Elsterau, wir haben ja auch noch EU-Bürger, die freizügig sich hier in Deutschland auch bewegen können. Insgesamt liegt der Ausländeranteil bei 0,51% in der Gemeinde, es sind 47. Aber eben keine Asylbewerber, keine Bürgerkriegsflüchtlinge, keine Geduldeten. Als im Juli diesen Jahres diese neue Welle von Flüchtlingen und Asylbewerbern auch über uns im Burgenlandkreis hinweg schwappte, war die Ausgangslage die, dass nahezu alle Asylbewerber, die wir bis dahin hatten,
in Zeitz untergebracht wurden, in der großen Gemeinschaftsunterkunft in der Albrechtstraße. Und meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir waren uns angesichts der Zahlen, die wir dann hörten, einig, dass wenn wir jetzt Asylbewerber neue, weitere, größere Zahlen bekommen, wir eine Lösung finden müssen, die über den gesamten Landkreis zu verteilen. Zu verteilen vor allen Dingen in die Orte, die über eine gewisse Infrastruktur verfügen. Es ist völlig klar, dass in einem kleinen Dorf, das keine Schule, keine Einkaufsmöglichkeit, gar nichts dergleichen hat, es sehr schwer ist, eine solche Unterbringung durchzuführen. Und deshalb haben wir zunächst mal alle Orte beleuchtet und beleuchten sie weiter, die ich sage, als Infrastruktur oder auch als Grundzentren bezeichne, die also über gewisse Infrastruktur verfügen. Der erste Ort, in dem diese Unterbringung dezentral erfolgte, war eben Eckartsberger, dort wo ich auch bis zu meiner Wahl als Landrat Verbandsgemeindebürgermeister war. Und Sie können sich vorstellen, dass auch in Eckartsberger nicht nur Freude aufkam, als ausgerechnet in meiner eigenen Verbandsgemeinde die erste dezentrale Unterbringung erfolgt. Wir haben dann natürlich auch nach weiteren Möglichkeiten gesucht und haben zusammen, das können wir sagen, in die Haut, zusammen mit der Stadt Hohenmölz dann nach einer Unterbringungsmöglichkeit in Hohenmölz gesucht, die auch gefunden. Auch Hohenmölz ist ein solcher Infrastrukturort, der Schulen, Kindergärten und ähnliche Dinge hat, die wir benötigen. Und deshalb ist auch in Hohenmölz eine solche Unterbringung ab morgen vorgesehen. Und natürlich, meine Damen und Herren, wenn bisher Zeitz als eines der drei Mittelzentren im Burgenlandkreis diese Aufgabe geschultert hat, dann sind vor allen Dingen auch die Orte, die Städte Naumburg und Weißenfels mit im Boot. Und deshalb gibt es eben nicht nur den Beschluss, hier in Tröglitz 40 Personen unterzubringen, sondern der Kreistag hat neben der Entscheidung zu Tröglitz auch eine ganze Liste von weiteren Objekten beschlossen, die angemietet oder genutzt werden sollen und die sich im Wesentlichen auch in Naumburg und in Weißenfels befinden, weil uns schon bewusst ist, dass in den größeren Städten auch durch den Umstand, dass zum Beispiel EU-Bürger dort schon länger wohnen, eine Möglichkeit der Integration und des Zusammenwirkens ist, die die kleinen Orte in diesem Maße nicht haben. Und so hat zum Beispiel der Kreistag am 9.3. auch beschlossen, in Naumburg weitere 22 Wohnungen anzumieten. Im Moment sind in Naumburg bisher 150 Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge untergebracht. Wir mieten also weitere 22 Wohnungen an. Wir haben beschlossen, in Weißenfels weitere 12 Wohnungen anzumieten und haben für Weißenfels ein weiteres Angebot zwischenzeitlich vorliegen, zusätzlich 70 Wohnungen in Weißenfels anzumieten. Hierzu hat am 24.3., also vor wenigen Tagen, der Vergabeausschuss des Burgenlandkreises bereits zugestimmt. Und im nächsten Kreistag werden also diese 70 Wohnungen in Weißenfels zur Entscheidung anstehen. Und das sind, ich würde mal sagen, nahe 150 Personen ungefähr, die dann zusätzlich nach Weißenfels kommen. Wir werden, wenn dieser Strom anhält, alle weiteren Infrastrukturorte des Burgenlandkreises, ob das Bad Kösen, Nebra, mein Heimatort Bad Nebra oder Laucha ist, genauso wie Teuchern oder Osterfeld beleuchten und uns dort nach entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten umschauen. Meine Damen und Herren, das sollten meine einleitenden Informationen sein. Und jetzt möchte ich mich erstmal bedanken, dass ich so viel Disziplin gewahrt habe, obwohl das sicherlich nicht nur Dinge sind, die Sie gerne gehört haben. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass wir in eine Diskussion eintreten, denn es geht wirklich nicht nur darum, dass wir Ihnen jetzt hier irgendwas sagen, sondern es geht auch darum, dass wir von Ihnen etwas hören und uns vor allen Dingen auch darüber unterhalten, wie wir diese Aufgabe, diese Herausforderung in Tröglitz gemeinsam jetzt angehen wollen. Wir konnten Sie und ich konnte Sie an der Entscheidung, dass wir Asylbewerber Tröglitz unterbringen, nicht beteiligen. Aber ich glaube, nicht nur ich, sondern viele andere auch hier in Tröglitz, auch der amtierende Ortsbürgermeister, den ich hier sehe, und der Ortschaftsrat haben natürlich ein Interesse, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen und zu überlegen, wie können wir
das gemeinsam stemmen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie jetzt um Ihre Wortmeldung. Herr Meisner ist der erste Bürger der Gemeinde und damit der erste Redner. Bitte schön. Ja, das ist nett, danke schön. Nochmal recht vielen Dank und guten Tag. Vorstellen brauche ich mich nicht weiter. Ich denke mir, ich bin Jahrzehnte hier in der Region, auch Bürgermeister. Eine vielgestellte Frage, auch heute wieder durch die Medien. Ich sage Ihnen, dass unser Landrat, das war nicht abgestimmt, hat gesagt, der richtige Zeitpunkt. Für mich ist der richtige Zeitpunkt, tätig zu werden, ab dem 9. März, wo der Kreistag beschlossen hat, in Tröglitz werden Asylbewerber untergebracht. Ab diesem Zeitpunkt bin ich tätig und habe und werde meine Aufgaben, die mir gestellt werden, im Sinne eines Willkommens in Tröglitz auch erfüllen. Ausdruck ist dessen, vor einer Woche waren wir zusammen in Tröglitz im Elsterblick unter zahlreicher Teilnahme von Vertretern aus Vereinen, Kirchen, unserer Einrichtungen. Und dort kam auch eindeutig zum Ausdruck, jawohl, das ist der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise der richtige Weg. Und ich habe dort schon viele Mitstreiter erfahren, die ich jetzt bündeln werde, zusammenfassen werde, mit Ihnen gemeinsam, die dafür sind, dass wir in Tröglitz als Land oder als Asylbewerber aufnehmen, um auch diese Aufgabe zu meistern. Vielen Dank. So, jetzt bitte ich Sie einfach für den ersten, das ist wirklich immer ein Problem, aber wenn es dann einmal läuft, ich kann Ihnen sagen, das nimmt gar kein Ende mehr mit den Fragen. Nein, dann können wir schon mehr Zeit hier. Bitte? Ach, ja, wenn Sie sich einfach freundlich melden, dann gebe ich Ihnen auch freundlich das Wort. Sagen Sie bitte nochmal Ihren Namen und woher Sie kommen. Ich komme aus Tröglitz. Bitte? Seifert Olli. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Seifert Olli aus Tröglitz. Herr Seifert aus Tröglitz. Herr Seifert, bitteschön. Ja. Wie war es denn der ganze Land? Wie sieht Geld aus? Auf dem Reset und nicht haben. Was soll die Scheiße? Also ich habe das Wort Scheiße verstanden, aber ansonsten nicht viel. Vielleicht könnten Sie Ihre Frage nochmal wiederholen. Die Ausländer haben viel Geld ausgegeben, aber für uns nicht. Was soll denn das? Okay. Die kriegen die Wohnung hergerichtet von A bis Z. Wir, die was brauchen, kriegen nichts. Was ist denn das? Finanzielle Situation aus. Wollten Sie noch eine Frage ergänzend stellen oder sonst würde ich nämlich erstmal gerne darauf antworten? Ich bin antworten. Okay, vielen Dank. Wenn Sie so lange wieder Platz nehmen, dann würde ich das gerne machen. Ich bleibe stehen. Also Sie haben völlig recht, dass natürlich Asylbewerber Unterbringung auch Geld kostet. Das kann man auch nicht verheimlichen und ich habe Ihnen auch die Zahlen mitgebracht, weil das überhaupt keinen Sinn hat, da um den Hauspreis frei herumzureden. Ich will Ihnen erstmal die Zahlen nennen, die wir im Kreishaushalt dafür veranschlagt haben. Wir haben im Kreishaushalt 2015 rund 6,1 Millionen Euro eingeplant, um alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Betreuung, Unterbringung bis hin zum Deutschkurs hinsichtlich der Asylbewerber zu lösen sind, auch finanzieren zu können. Und von den, Moment, jetzt, Sie müssen ja jetzt meine Antwort erstmal abwarten und dann können Sie gerne noch eine Frage stellen. Und von diesen 6,1 Millionen gingen wir bei der Haushaltsplanung 2015, also Ende letzten Jahres aus. Und das kann durchaus mehr werden, wenn die Zahl der Asylbewerber auch weiter steigt. Und das ist viel Geld. Ohne Frage. Und
Wir alle haben auch Ideen, was wir mit viel Geld auch sonst noch machen können. Ich muss Ihnen aber widersprechen, wenn Sie sagen, für uns selbst wird nichts ausgegeben. Und für uns selbst müssen wir betteln gehen und tun gehen. Ich nenne Ihnen einfach mal die Zahlen, die wir für uns selbst, ich rede nur von unserem Kreishaushalt, nicht vom Land und Bund, die Zahlen kenne ich nicht, ich kenne nur die vom Kreis, wie viel wir für uns selbst ausgeben. Wir haben insgesamt im Kreishaushalt, wenn ich den Haushalt des Landkreises und des Jobcenters, und das Jobcenter gehört ja hier bei uns mit zum Burgenlandkreis, ist ein kommunales Jobcenter, zusammennehme, ein Haushaltsvolumen von ungefähr 400 Millionen Euro insgesamt. Und von diesen 400 Millionen Euro geben wir alleine 173 Millionen Euro im Jahr für die Betreuung der Hartz-IV-Empfänger nach dem SGB II aus. Das ist wichtig und auch richtig, ist aber auch eine große Summe und stellt uns, wie viele andere Aufgaben, auch vor Herausforderungen im Burgenlandkreis. Und dann geben wir rund weitere 100 Millionen Euro nochmals zusätzlich für alles aus, was soziale Leistungen anbetrifft, die nicht im Zusammenhang mit Hartz-IV-Empfängern entstehen. Leistungen des Sozialamtes für Grundsicherung im Alter, Leistung des Jugendamtes für Hilfen zur Erziehung und so weiter. Und wenn ich mir diese Zahlen angucke, auf der einen Seite 273 Millionen Euro für uns selbst, und das ist richtig, dass wir das ausgeben, und auf der anderen Seite 6, oder wenn Sie es von mir aus aufrunden, auf 10 Millionen, ich weiß nicht, was am Jahresende genau rauskommen wird, dann denke ich, wird auch erkennbar, dass das nicht wenig ist, dass aber die Aussage, wir tun für uns nichts, zumindest im Burgenlandkreis, nicht zutrifft. Und weil Sie sagen, denen, also den Menschen, die hierher kommen, wird alles in den Hintern geboostet und uns nicht, will ich Ihnen auch die Zahlen nennen, weil die müssen Sie kennen. Die Asylbewerberleistung, wie hoch sind die? Und was bekommt jemand zum Beispiel, der Langzeitarbeitslosigkeit gefallen ist als Hartz-IV-Empfänger? Also ein einzelstehender Erwachsener als Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft bekommt bei uns 337 Euro im Monat. Ein Erwachsener, ein Hartz-IV-Empfänger 399 Euro. Ein Kind zwischen 15 und 18 Jahren bekommt Leistungen als Asylbewerber in Höhe von 269 Euro im Monat und ein Kind, das in einer Bedarfsgemeinschaft lebt und als Hartz-IV-Empfänger betreut wird, 302 Euro. Also das ist alles nicht wenig Geld, das weiß ich. Aber es gibt schon auch hier noch Unterschiede, die deutlich werden, wenn ich in diese Zahlen nehme. So, was haben Sie noch eine ergänzende Frage? Das ist eigentlich ein Müll. Was sollen die Obdachlosen, die in Deutschland leben, die Deutsch sind, warum kriegen die nichts? Die kriegen keine Gebietpfennig. Die leben unter der Brücke und haben nichts. Und sind Deutsch. Kommen Ausländer, die sind alles in Arsch gestellt. Was sind die Scheiße? Auch jeder Obdachlose in Deutschland hat das Recht, Leistungen entweder nach dem SGB II zu bekommen. Ist aber nicht so. Also, tut mir leid, dass ich widersprechen tue, aber ist so. Gut, Sie können ja gerne Ihre Meinung behalten. Ich kann Ihnen nur sagen, jeder Obdachlose hat genauso den Anspruch wie jeder andere auch, Leistungen nach dem SGB II zu bekommen. Wir bezahlen dem eine Wohnung, wir bezahlen dem die Heizung und wir bezahlen dem die Leistung, wenn er es möchte. Also es wird niemand aufgezwungen. Und damit hat jeder Burgenlandkreis die Möglichkeit, ein vernünftiges, menschenwürdiges Dach über den Kopf zu haben. Jeder. Wenn es so wäre. Wenn es so wäre. Wenn es so wäre. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Wortmeldung. Es gibt eine neue Wortmeldung. Bitte schön, wenn Sie auch so nett sind und hier vorne ans Mikrofon gehen. Jetzt
alles klar, Mann, ich kann dann alles selbst aufs Teil. Das, was hier geht, heute, für Gleichstellung müssen wir an die Geschichte zurückdenken. Ich habe hier einen Wegweiser über den Kreis Zeit von 1949. Zu dieser Zeit sind auch Kriegsflüchtlinge umgesiedelt worden. Und hier steht unter der Rubrik Trödels bei, Moment, ich habe es gerade, 4.514 Einwohner, darunter sind 1.600 Flüchtlinge, das nenne ich mal so, Umsiedler. So, ja, das waren Deutsche, stimmt. Aber es geht jetzt darum, wir sollten auch Solidarität üben mit anderen Völkern, die auch unschuldig vor dem Krieg fliehen müssen. Bestätigt haben, dass das höchstwahrscheinlich Familien sind. Also Vater, Mutter, Sohn, Tochter, vielleicht auch noch der Großvater, Großmutter. Als nächstes sicherlich die Unterkunft. Was wird aber dann weiter mit den Leuten gemacht? Ich komme jetzt wieder hier auf diese Umsiedler. Bei uns im Haus in Lebensdorf, ich kann mich da noch dunkel erinnern, erschien auch mal über Nacht, das war für mich ein bisschen gespenstig, war auch eine Familie, eine Großfamilie, die lebt heute noch hier in der Elsteraue, also die Nachkommen, ein Großteil ist da schon verstorben, die kamen über Nacht mit zwei Koffern im Rucksack, wurden bei uns im Haus, also wir haben auch zur Miete gewohnt, eingebracht. Das war für mich, wie gesagt, ein bisschen gespenstig, weil ja da bei uns im Flur rumgelaufen wurde. Aber diese Leute wurden dann so integriert, ich übertreibe es, die hatten am nächsten Tag gleiche Arbeit und konnten damit ihr Leben selber bezahlen. So, wie geht es jetzt weiter? Die Leute, die hierher kommen, da wird uns gesagt, die wollen arbeiten, die können auch arbeiten. Aber kriegen die Arbeit? Wenn ich dann an meine persönliche Sache denke, und auch, da möchte ich Ihnen jetzt auch etwas widersprechen, Herr Landrat. Ich war 10 Jahre Hartz-IV-Empfänger. Und jetzt bin ich in Rente. Und jetzt bin ich in Rente. Und ich muss sagen, ich habe eine relativ geringe Rente von 800 Euro. Meine Frau bekommt keinen Pfennig mehr. Und mit den Zusagen, ja, dass die Heizung alles bezahlt wird und Arge, ich habe auf der Arge sehr viel Krachchen hinter mir. Ich bin da auch manchmal behandelt worden und das habe ich auch schon unserem vorherigen Landrat mal gesagt, in einer ähnlichen Begegnung, wie wir uns schon mal begegnet haben. Und er hat ja auch in der Kreistag mal die Frage bekommen, wie viele Leute, die Schulungsmaßnahmen gemacht haben und dann in Arbeit, sind nach einem Jahr noch in Arbeit, das sagt er, dass es nicht abbildbar. Also wenn man solche Politik macht, schon mit unseren Leuten und dann auch nochmal diese Kriegsflüchtlinge, die wir hierher bringen, ich bin dafür, dass sie herkommen. Aber die sollen dann integriert werden, um ihr Leben selbst zu gestalten. Da gehört als erstes dazu eine Arbeit und ein Null, wovon man dann von leben kann. Ich würde gerne darauf antworten. Also ich werde was sagen zu dem Thema Arbeit und ich werde was sagen, weil Sie ja ansprachen, das ist sozusagen ja historisch hier schon mal in einer anderen Weise passiert. Ich würde danach mal bitten, dass zunächst mal vielleicht der Herr Haug berichtet, was man alles in Hohenwölzen sich an Gedanken gemacht hat, wie man mit den Asylbewerbern zusammen arbeiten kann, wie man sie integrieren kann. Ja, würdest du dann? Danke. Also zunächst mal zu dem ganz grundsätzlich, nur ganz kurz.
Sie haben ja jetzt auf das Thema Vertreibung und Flüchtlinge nach Krieg abgestellt. Die Geschichte dessen, dass Menschen heute hierher kommen und Asyl beantragen dürfen und wenn das berechtigt ist, das auch bekommen, die geht noch einen Schritt weiter zurück, nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus. Es ist nämlich so, dass in der Zeit des Nationalsozialismus ungefähr 500.000 Menschen aus Deutschland geflüchtet ist, weil sie hier verfolgt wurden und insgesamt in 80 Ländern der Welt Asyl erhalten haben. Und wenn sie das nicht erhalten haben, wäre die Zahl der Ermordeten, der Verfolgten noch um diese 500.000 größer. Und das haben die Verfassungsväter 1949 gewusst und haben deshalb bewusst das ins Grundgesetz reingeschrieben. Das ist unsere besondere deutsche Last, die wir damals getragen haben und unsere Verpflichtung, die wir heute auch als Deutsche gegenüber der Welt meines Erachtens nach haben. Und die müssen, der müssen wir auch gerecht werden. Da gibt es keinen Weg. Zu der Frage Arbeit. Also das ist ein ganz schwieriges Feld. Sie sprechen das völlig zu Recht an, aber damit beschreiten wir völlig neue Wege. Denn erst seit kurzem, seit Anfang des Jahres, dürfen oder sind die Möglichkeiten, dass Asylbewerber arbeiten, deutlich vereinfacht worden. Das war bisher wesentlich schwieriger. Jetzt ist es so, dass nach 3 Monaten ihres Aufenthaltes hier sie auch arbeiten können. Und nun ist es so, dass das noch nicht besonders oft in Deutschland erprobt wurde. Wir haben im Burgenlandkreis, ob Sie das glauben oder nicht, ein ganzes Dutzend von Unternehmen, die vor allen Dingen im Bereich von Anlerntätigkeiten Arbeitskräfte suchen. Und diese Anlerntätigkeiten wären Möglichkeiten, die Asylbewerber dort auch hinzubringen. Das sind Arbeiten, wo im Moment Arbeitsplätze frei sind und die offensichtlich nicht jeder machen kann. Also da müssen wir uns auf einen Weg begeben, der dann aber eben nicht mit dieser Vermittlung der Arbeit enden wird. Denn wenn man mal genau sich das anschaut, ist das Asylrecht, was es heute in Deutschland gibt, zu dem, was Sie wollen, was ich eigentlich auch für wichtig halte, überhaupt nicht passend. Ein Asylbewerber, der hier in Arbeit kommt und selber Geld verdient, der braucht keine staatlichen Leistungen. Der versorgt sich selbst und er tut auch noch einen volkswirtschaftlich positiven Effekt. Und dazu passt es natürlich nicht, wenn eine Entscheidung im Asylverfahren dann negativ ausgeht, weil dann muss er ja auch wieder raus. Und deshalb, glaube ich, hat auch Frau Möbeck zu Recht, also unsere Landesintegrationsbeauftragte, beim Asylgipfel darauf hingewiesen, dass wir da neue Wege gehen müssen, auch ein Zuwanderungsrecht brauchen, was das natürlich auch in gewisser Weise regulieren muss, aber was eben die Möglichkeiten schaffen muss, vom Asylverfahren in ein Zuwanderungsverfahren zu kommen. Da stehen wir ja alle ganz am Anfang dieses Prozesses. Ich gebe Ihnen recht. Jetzt würde ich gerne Herrn Haupt bitten, dass er vielleicht mal aus Hohenmölsen berichtet, welche Überlegungen wurden dort angestellt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage ist ja, was kann die Gemeinschaft, so wie sie hier sitzt, tun, um sich auf das, was kommt, vorzubereiten. Und davor weggeschickt, auch in Hohenmölsen, war die Gemeinschaft von vornherein und ist die Gemeinschaft von vornherein sehr skeptisch gegenüber dem Thema Asylbewerberunterkunft, Gemeinschaftsunterkunft eingestellt. Sie haben Ängste, sie haben Sorgen, sie haben Nöte und auch diese Situation haben wir bei uns angetroffen. Aber viele Menschen, die auch die Informationsveranstaltung unseres Landrates besucht haben, haben sich gesagt, wir könnten jetzt gegen alles sein. Die Asylbewerber und die damit verbundenen Dinge, die kommen sowieso in meinen Ort. Also ist es doch besser, das Heftel des Handelns selber in die Hand zu nehmen und etwas zu tun. Und wir haben das erlebt nach dieser Veranstaltung, dass sich ein großer Kreis ehrenamtlich Engagierte aus allen Bereichen der Politik, aus allen Bereichen des Vereinswesens und der Kirche zusammengefunden haben und heute ein Organisationsteam bilden, eine Bürgerinitiative, wenn man so will, für eine Willkommenskultur der Gemeinde. Und dort sind viele Dinge schon auf den Weg gebracht. Eins will ich nennen, viele von Ihnen waren vergangenes Wochenende in Hohenmölsen, der die Initiative hatte eingeladen zum Tag der offenen Tür und die Gemeinschaftsunterkunft. Morgen kommen die neuen Bewohner an in Hohenmölsen und wir wollten, bevor sie ankommen, zeigen, wie eine solche Gemeinschaft zur Unterkunft eingerichtet ist.
mit wie viel Mitteln die Bewohner dort auskommen müssen und wie sie dort in diesen Einrichtungen leben. Diese 15 bis 20 Leute haben noch viel mehr Spendenzusagen bekommen, sei es Sachspenden, sei es Kleiderspenden, sei es Möbelspenden. Sie haben Zusagen bekommen dafür, die Bewohner zu begleiten, wenn es darum geht, Sprache und Kultur zu erlernen, wenn es darum geht, sie zu empfangen. Und das Ganze mündet jetzt in sogenannte runde Tische. Die Willkommensinitiative, diese Bürgerinitiative, hat gesagt, wir machen nicht einen großen runden Tisch, sondern wir machen thematisch viele kleine runde Tische. Da geht es zum Beispiel um das Thema Gesundheitsvorsorge. Denn auch Asylbewerber müssen zu einem Arzt gehen und wir wollen die Ärzteschaft, die Apotheker, die Physiotherapeuten darauf vorbereiten. Wie geht man denn mit den Scheinen um, mit denen sie kommen? Wie wird abgerechnet beim Burgenlandkreis? Das ist wichtig, dass die Gemeinschaft sich auf so ein Thema vorbereitet. Wir haben gehört, dass Kinder und Jugendliche kommen werden. Die unterliegen mitunter der Schulpflicht und sie sind aufgefordert oder angehalten, in unsere Kindereinrichtungen zu gehen. Diese Einrichtung kann man mit dieser Aufgabe natürlich nicht alleine lassen. Diese Einrichtungen sollen vorbereitet werden. Auch dazu gibt es einen runden Tisch. Und unter uns sitzen sicherlich auch Leute, die ein Ladengeschäft haben. Auch das werden auch die Kollegen aus Eckartsberger berichten können. Ist eine wichtige Aufgabe, in andere Länder, andere Sitten, auch auf diese Kulturen uns gegenseitig vorzubereiten. Und auch da wird es runde Tische und Gesprächskreise, gibt es bereits. Ich hatte letzte Woche eine Einladung von Herrn Meister hier in die Elsteraue. Und dort hatte sich ein großer Kreis derer getroffen, die das ehrenamtliche Leben hier, das gemeinschaftliche Leben in der Elsteraue tragen. Und da sind Menschen aufgestanden, die gesagt haben, ich bin sofort bereit, in meinem Kulturverein, in meiner Seniorengruppe oder in meinem Sportverein, das, was wir vorhin an Integration gehört haben, auch in den gemeinschaftlichen Umfeld durchzuführen. Und ich hatte einen sehr guten Eindruck, dass sich auch hier vor Ort viele Menschen finden werden, die es in die Hand nehmen. Ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen darauf an, dass es die Menschen tun, die hier vor Ort sind. Wir sind gerne bereit, davon unseren Erfahrungen zu berichten, aber am Ende sind Sie diejenigen, die es tun können und da bleibt uns nur immer Ihnen viel Erfolg dabei zu wünschen. Jetzt haben Sie so lange gewartet, es tut mir leid, aber dafür haben Sie auch von mir aus doppelte Zeit zum Fragen. Nee, bitte schön, wenn Sie noch sagen, wo Sie herkommen, wer Sie sind. Mein Name ist Borchert, ich arbeite in Zeitz, aber ich wohne in Treblitz. Und ich denke, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, die Leute sind sicherlich deshalb so ungehalten, dass in der Sache so ein bisschen oft in unserer Politik. Die gewählten Volksvertreter stellen sich vor der Wahl und erklären, was sie alles vorhaben. Auch wenn es an solche interessanten Dinge geht, dann kommen sie nicht zu einer Wahlfolge und fragen mal und reden mit denen. Wenn da anfängt, nach meiner Auffassung unserer Demokratie. Und deshalb verstehe ich das auch, dass so viele dann zunächst ablehnend der Sache gegenüberstehen. Ich verstehe auch an sich die Entscheidung nicht, weil Sie von Infrastruktur geredet haben. Da hätte Zeitz aus meiner Sicht nach wie vor die wesentlich bessere, weil dort verteilt sich das Ganze, da haben Sie die leeren Immobilien, nicht so sehr in Tröblitz. Aber Sie sollen doch in erster Linie den Leuten die Sache verständlich machen. Und diese allgemeinen Dinge, alle richtig, alle zu akzeptieren, aber die Leute interessiert doch das anderes viel konkreter. Und das wird bis jetzt nicht erläutert. Wie wollen Sie unter den konkreten Gegebenheiten dieser Gemeinde den Leuten das Gefühl der Sicherheit geben? Es geht nicht nur darum, dass ich heute wieder aufhören, das Kriminelle, ich mache das Strafrecht, ich weiß auch, was die Deutschen machen. Darum geht es nicht. Aber es geht doch nicht nur darum, einen Wachdienst einzustellen, der da guckt, dass in dem Haus alles in Ordnung ist. Die unmittelbaren Anliegen möchte ich doch auch wissen, wie es auf unsere Sicherheit geht. Auch wenn es vielleicht Übergriffe gibt,
aus dieser Meinung dorthin, das eskaliert dann trotzdem in die Nachbarschaft. Das interessiert. Wir wissen, dass wir in Zeitz eigentlich viel zu wenig Polizisten haben, die enttäuschen, vortäuschen, die Sparkasse einzuholen, dann sind alle Polizisten weg und ich gehe in Zeitz rein. Wie will man das tatsächlich sicherstellen, dann den Bürgern hier die Sicherheit zu geben? Wie wollen Sie das sicherstellen? Weil gerade darum ging es ja, diese gesundheitliche Fürsorge für die Asylanten. Weil wir haben eine Ärztin, die ist überlastet, die kann schon die Leute hier nicht mehr hin. Wir haben keinen anderen Platz, kein Zahnarzt, kein Urologen, alles das, was Sie in Zeitz haben, eine Klinik, alles, was Sie haben, mit dem Platz dazu. Wie will man das gewährleisten? Ich meine, dass Edeka sich vielleicht freut, wenn da ein einkaufen kommt, kann ich noch nachvollziehen, weil das ist ein Name, dass wir da auch. Aus meiner Sicht isolieren Sie die Leute auch, weil der Personennahverkehr ist auch nicht so günstig, dass Sie nur schlecht nach Zeitz sein können, wo eigentlich noch ein bisschen was ist, ob in Zeitz der selber auch weiter wegstört, leider und immer weniger wird. Aber wie wollen Sie das alles gewährleisten, ohne daraus dann neue Spannungsfelder mehr zu leiten, also oder reinzubringen? Ich weiß nicht, wie diese Infrastrukturentscheidung fallen konnte und wäre ganz gespannt, dass vielleicht diese ganzen Fragen beantwortet wurden. Danke. Also zunächst, ich beginne mal mit der Frage, warum nicht Zeitz, sondern Tröglitz. Meine Damen und Herren, wenn wir im als Landkreis eine gemeinsame Verantwortung haben, dann müssen auch diese Aufgaben gemeinsam gestaltet werden. Und dann bin ich der Meinung, dass wir nicht diese Herausforderung nur in Zeitz lösen können. Wenn ich Ihnen sage, dass von den genannten Asylbewerbern und Gedulden bereits 596 in Zeitz untergebracht sind, dann sehen Sie, das ist doch ein völliges Ungleichgewicht im Verhältnis zu anderen Orten, anderen Gemeinden im Burgenlandkreis gibt und dass es jetzt nicht darum geht, noch mehr Asylbewerber in Zeitz unterzubringen, sondern andere Orte, die diese Möglichkeiten der Unterbringung als Immobilie und von der Infrastruktur her bieten, auch in Anspruch zu nehmen. Es ist ganz einfach zu sagen, der Nachbar soll es doch mal machen und ich mache es nicht, denn wir reden ja hier bei 2.300 Einwohnern des 2.700 Einwohner davon, dass wir hier 40 Personen unterbringen wollen. Und das ist eine Herausforderung, keine Frage. Aber wir reden hier nicht darüber, dass über sie eine Menschenwelle hinwegschwappt, die in keinem Verhältnis zu der Einwohnerzahl steht. Also meine Bitte ist, das bezieht sich aber nicht nur auf Tröglitz, das bezieht sich auf alle diese Orte, die ich genannt habe, wo wir schrittweise diese Unterbringung durchführen werden, dass wir uns alle gemeinsam dieser Herausforderung stellen. Und wenn Sie alle die Dinge, die Sie ja teilweise auch zu Recht ansprechen und die eine Herausforderung sind, gemeinsam mit uns bewältigen, also nicht nur die Probleme benennen, sondern sagen, ich mache da mit, ich versuche die Dinge mit ins rechte Lot zu bringen, dann haben wir alle dabei was gekommen. Ich komme auf die anderen Dinge noch zu sprechen. Zu dem Thema ärztliche Versorgung. Also das ist tatsächlich in der Gemeinde Elsterau, nicht nur in Tröglitz, eine Herausforderung, auch ein Problem, das wir alle kennen und dass die ärztliche Versorgung schon jetzt hier sehr schwierig ist, das wissen wir. Nicht nur deshalb haben wir auch mit unserem medizinischen Versorgungszentrum Bemühungen unternommen, um einen zusätzlichen Arzt hier in die Nähe zu bekommen, in die Gemeinde Elsterau. Sie haben den Artikel von Frau Hörning sicherlich neulich auch gelesen. Wir stehen kurz vor einer Entscheidung, ob es einen zusätzlichen Arzt gibt, aber ich kann Ihnen heute das Ergebnis dieser Entscheidung und Bemühungen unseres Klinikums und
auch von mir als Verwaltungsaufsichtsratsvorsitzender des Klinikums noch nicht sagen. Das ist noch, gibt noch keine endgültige Entscheidung. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir mit unserem Klinikum in Zeitz Vorsorge getroffen haben. Es gibt also die Möglichkeit, daraufhin wird auch der Sozialpädagoge, der Sozialarbeiter, der die Asylbewerberin betreut, auch entsprechend eingewiesen, dass wir, bis sich die hausärztliche Situation möglicherweise dann in der Elstau mit einem zusätzlichen Arzt entspannt, wir unser Klinikum zur Verfügung stellen, dass die Versorgung der Asylbewerber übernehmen wird. Dazu habe ich auch die Zusage unseres Geschäftsführers des kommunalen Klinikums. Was das Thema Sicherheit anbetrifft, wird gleich Frau Wernicke einige Ausführungen machen können. Ich kann nur aus den Erfahrungen, die wir im Landkreis mit anderen Unterbringungen in den genannten Orten, vor allen Dingen auch in den drei Städten gemacht haben, sprechen. Natürlich gibt es niemanden, der Ihnen garantieren kann, dass auf dieser Welt nichts passiert. Und ich kann Ihnen wirklich auch nicht garantieren, dass von einem Asylbewerber, der hierher zu uns kommt, keine Kriminalität ausgeht. Wer soll diese Garantie übernehmen? Unter diesen Asylbewerbern gibt es genauso auch Kriminelle, wie es unter uns deutschen Kriminelle gibt. Wir sind also insofern als Menschen da alle gleich. Und wir können von den Erfahrungen nur berichten, die wir im Burgenlandkreis haben, und dann springt nichts besonders heraus für uns als Burgenlandkreis, nichts wahrnehmbar, besonders Kriminelles, was sich um die Unterbringung der Asylbewerber dreht. Aber ich würde deshalb jetzt mal Sie bitten, Frau Wernicke, da vielleicht genauer mit Ihnen noch dazu auszuführen. Vielen Dank. Der Burgenlandkreis als Landkreis ist ein Ort, wo es Kriminalität gibt. Kriminalität, wie auch an anderen Orten in Deutschland. Der Burgenlandkreis ist nicht hochbelastet. In der letzten Woche wurde die Statistik bekannt gegeben. Im Burgenlandkreis haben wir 2014 13.448 Straftaten stattgefunden. Es wurden Täter ermittelt, und zwar über 4.000. 4.795 Tatverdächtigen wurden ermittelt. Also 4.795 Menschen, die Straftaten begangen haben. Und wenn man sich die Zahl derer mal anguckt, die nicht aus Deutschland stammen, sondern die aus anderen Ländern kommen, dann haben wir hier eine Zahl von 394 im ganzen Jahr. Und das sind keine Frauen und Männer, die hier in Unterkünften untergebracht sind, sondern die vielleicht auch hier durchgefahren sind, die reisende Täter waren. Dieser Anteil ist bei uns hier im Burgenlandkreis zu verzeichnen. Das sind Straftaten, die auch Deutsche begehen, das sind ein paar Eigentumsdelikte dabei, da sind auch ein paar Körperverletzungen dabei, und wie Herr Landrat das gerade gesagt hat, wir wissen, wann es mehr kommt. Wir wissen nicht, ob die sich vielleicht auch mal streiten, ob der Mann mit der Frau streitet, ob es vielleicht auch zu einer Körperverletzung kommt. Aber das sind genau die Dinge, wo wir zum Einsatz kommen, so wie wir es auch bei deutschen Menschen tun werden. Sie haben eine sehr, ich nenne es jetzt mal, luxuriöse Situation in Tröpfitz, nämlich seit 1.1. stehen Ihnen zwei Polizeibeamte zur Verfügung. Ich finde das tatsächlich eine luxuriöse Situation, weil das Ihre tatsächlichen Ansprechpartner sind. Darüber hinaus ist natürlich rund um die Uhr auch der Streifendienst besetzt. Also das heißt, wenn auch noch was ist, ob das irgendwo in einem kleinen Ort hier im Burgenlandkreis ist, ist er rund um die Uhr der Streifendienst besetzt. Aber Ihnen stehen auch für Ihre Sorgen und Ängste zwei Kollegen zur Verfügung, die auch hier im Saal sind, Frau Kuhn und Herr Behfeld. Und die haben auch genau in Tröglitz ein Büro, wo Sie als Bürger sich mit Ihren Sorgen hinwenden können. Und das finde ich schon mal eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, auch ein Gesicht dazu zu haben und nicht einfach jedes Mal nach einem Funkstreifenwagen vor uns zu haben. Wir wissen nicht, wer kommt, aber wenn dort Fahren ausgehen sollten, dann werden wir genau reagieren, wie wir es bei anderen Bürgern machen. Mehr Personal für die Asylbewerber, die jetzt kommen? Bitte? Das ist ein Moment, Sie können sich gerne melden, Sie können auch gerne eine Frage stellen, aber da hinten steht eine Dame. Und eine Dame, bei der drängelt man sich nicht vor. Das heißt, wenn Sie was machen wollen, kommen Sie bitte ans Mikrofon. Und als erstes würde ich jetzt der Dame das Wort erteilen. Bitte schön. Jo, ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich heiße Bernshausen, komme aus Tröglitz und finde das schön, dass wir uns endlich mal getroffen haben, obwohl ich in der Vorstellung beipflichten muss, dass die Veranstaltung schon hätte stattfinden müssen. Nicht erst, dass die Geduldiger stattfinden. Dann, was ist das jetzt aus?
Zahlen, die ich in der Zeitung gelesen habe, die Zahlen von den Asylbewerbern, die in Naumburg untergebracht sind, das haben sie unter Tisch geklärt. Also für eine Zeit ist es ja Vorreiter mit, sag ich mal, 500. Also dann stand mal Wochenspiegel drin sonntags. Da gibt es die nächsten Zahlen, die dann annähernd sind, das ist Weißenfels, Naumburg ist Schlusslicht, obwohl die bestimmt bessere Infrastrukturen haben als wir als Zeit oder Bündnis. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und wenn ich es auch Polizei mal anzusprechen, die zwei Kriminale, die haben wir ja bestimmt gekriegt, weil wir ja die Asylanten bekommen. Vielleicht denke ich auch noch rein. Und dann sollen die erst in die Gemeinde gebracht werden, dann sind sie ja zentral im Ort, damit dem allen vorgebeugt werden kann, falls hier irgendwas los ist, woraus ich stehe. Also ich kann mir das jedenfalls vorstellen, denn mehr Leute werden beruflich eingestellt, wird auch eine Polizei schon beim Finanzamt und haben sie wieder weg. Rationalisiert in Zeit, ich fahre nach Landburg und zu weniger Zeit habe ich. Ich hatte auch keine Zeit, mich dann um diese Asylanten zu kümmern. Weil ich habe Familie, Kind war vorher auch mit. Also, und dann hätte mich auch noch interessiert, die 80 Hörer, die dann in der Zeitung sind, ich weiß nicht mal, ob wie viel das sind, die sich bereit erklärt haben, die Asylanten zu beschäftigen als Praktikum. Was sind das für Praktikumsplätze? Hier sind so viele arbeitslose Leute, die vielleicht auch was machen können. Ich bin auf der Straße sehr wahrscheinlich oder die Tätigkeit, die die machen müssten. Nicht nur sie pauschal sagen, wir kümmern uns drum, wir geben denen was zu tun. Ich möchte meine klare Auskunft haben, was die machen. Dankeschön. Zunächst mal zu den Zahlen. Also wir wollen überhaupt nichts unter den Teppich kehren. Das ist alles ganz transparent. Ich habe alle Zahlen auch dabei, auch die Naumburger Zahlen. Also wir haben zurzeit genau 150 Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge oder Geduldete in Naumburg untergebracht und haben, das hatte ich schon erwähnt, den Beschluss am 9.3. gefasst, weitere 22 Wohnungen in Naumburg anzumieten. Und ich denke mal, das sind dann so ungefähr 70 Personen, die wir dann zusätzlich in Naumburg unterbringen. Und da sind wir auch weiterhin auf der Suche. Das ist ja gerade der Grund, sehe ich Sie nicht mehr, das ist gerade der Grund, dass bisher so viele Menschen nur in Zeitz untergebracht wurden, dass wir eben jetzt auch andere Orte und natürlich vor allen Dingen die, Gründe, die Mittelzentren Weißenfels und Naumburg dort mit heranziehen werden. Und deshalb wird natürlich auch in Naumburg und in Weißenfels die Zahl der Asylbewerber in den nächsten Monaten weiter steigen. Also nur nochmal die Weißenfelser Zahl, weil Sie sagen, in Naumburg ist das Schlusslicht, in Weißenfels ist jetzt nicht die Asylbewerber, zurzeit noch das Schlusslicht mit 79. So. Die zweite Frage war das mit dem Arbeiten. Also das ist wirklich schwierig. Wir haben tatsächlich ja noch eine hohe Zahl von Langzeitarbeitslosen. 8,1% der Bevölkerung sind langzeitarbeitslos. Und die Vermittlung der Langzeitarbeitslosen in Arbeit gestaltet sich durchaus schwierig. Also es gelingt uns nur in wenigen Fällen im Moment, Vermittlungshemmnisse, die bestehen, so zu beseitigen, dass wir dort viele in Arbeit bringen. Die Arbeitslosigkeit geht zwar weiter zurück, aber ich gebe Ihnen recht, das ist nicht unbedingt der Erfolg der Politik im Burgenlandkreis oder nur unseres Jobcenters, sondern hängt auch mit der Demografie zusammen. Auch von den Langzeitarbeitslosen gehen so viele in Rente in den nächsten Monaten und Jahren, dass die Zahl noch weiter zurückgeht. Aber es ist erstaunlich, obwohl wir so viele Langzeitarbeitslose noch haben, haben wir zahlreiche offene Stellen im Burgenlandkreis. Wir haben alleine im Bezirk der Handwerkskammer 323 offene Ausbildungsstellen, nur Ausbildungsstellen für Jugendliche, die nicht besetzt sind. Also es ist eine Situation, die sich weiter dramatisch verändert. Und wer mal die Berufsausbildungsmesse in Zeitz sich angeschaut hat im letzten Jahr, als wir die 7- und 8-Klässler eingeladen haben, und wie sich die Unternehmen händeringend und die Jugendlichen gerissen haben, ob sie nicht hier oder dort eine Ausbildung antreten. Das zeigt, in welchem dramatischen Wandel wir uns hier bewegen. Und wenn wir nicht erkennen, dass es hier zu einer großen Veränderung kommt und viele Unternehmen haben das erkannt, dann verpassen wir wirklich deutschlandweit den Anschluss.
Ich glaube, es ist wirklich schwer zu vermitteln. Wir haben noch Langzeitarbeitslose und trotzdem sind Arbeitsplätze frei. Und diese Unternehmen, von denen ich sprach, das sind also nicht nur Unternehmen, die Praktika anbieten, sondern ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, um mal bei dem Beispiel Eckersberger zu bleiben, da gibt es nebenan die Firma Henglein. Die Firma Henglein, die stellt bloß Teige, so frische Produkte, Teige und sowas her. Und die haben 500 Arbeitnehmer und viele von denen, ja, die stehen am Band, das ist auch eine schwere körperliche Arbeit, ist auch nicht jedermanns Sache. Und die suchen händeringend nicht nur Auszubildende, sondern auch Arbeitnehmer. Und die finden auf dem Arbeitsmarkt im westlichen Burgenlandkreis nicht genügend Leute. Und die sagen zum Beispiel, wir wären durchaus bereit, eben 10 oder 15 Asylbewerber in Eckersberger abzuholen und zu uns zu bringen und dort eine Anlerntätigkeit auch ausüben zu lassen. Das ist ein Versuch, auf den wir uns begeben. So, jetzt sind Sie an der Reihe. Meine Frage ist die Polizei. Die Bevölkerungszahl steigt durch den Asylbewerber. Steigt auch diese Zahl der Polizisten in unserem Gebiet oder in Sachsen-Anhalt direkt, weil wir wissen ja eigentlich, dass Sachsen-Anhalt sowieso gekürzt wurde von den Medien. Und auch, denke ich mal, bei der Polizei wurde gekürzt. Das kam in den Medien. Die Frage geht an Ihnen. An die Polizei? Also, ja. Gut, vielen Dank. Sollte Frau Wernicke jetzt was dazu sagen? Ich will nur sagen, die Bevölkerungszahl leider steigt bei uns nicht, sondern wir verlieren jedes Jahr ungefähr 1% der Bevölkerung. Einerseits, weil wir einen deutlichen Überschuss an Sterben im Verhältnis zu Neugeborenen haben und weil auch das Wanderungsalter noch immer nicht ganz ausgeglichen ist. Also es gehen mehr Leute weg, als dazu kommt. Trotz dieser Asylbewerber aber sind im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung des Burgenlandkreises eben sehr geringe Zahlen und deshalb können wir nicht sagen, dass es zu einer steigenden Bevölkerung kommt, die es weiterhin sinkt. Ja, wir haben in diesem Jahr die Organisation in der Polizei fortentwickelt, das heißt, es gab ein paar Veränderungen. Eine habe ich vorhin schon genannt, die Einrichtung der Regionalbereichsbeamten in den Verbandsgemeinden bzw. Einheitsgemeinden und in den Städten und die ist nicht danach ausgewählt worden, wo bestimmte Standorte von eventuellen Straftaten oder sonst was sind, sondern ganz einfach in enger Verbindung auch mit den Gemeinden in Abstimmung als Ansprechpartner. Ich denke, das sind auch schon sehr gute Erfahrungen gesammelt worden. Ansonsten gibt es neu eingerichtete Streifenbereiche. Und zwar soll rund um die Uhr gewährleistet werden, dass eine schnellere Reaktionszeit für den Bürger da ist. Und das ist sehr wohl dafür da, dass mehr Beamte auf der Straße sind, auch wenn insgesamt weniger erscheint. Aber gerade dort ist der Schwerpunkt, dass in den Streifenbereichen rund um die Uhr jemand schneller verfügbar ist. Und das ist auch im Morgenlandkreis, also seit 1.1.2015 in der Umsetzung. Vielen Dank. Bitte schön, jetzt haben Sie das Wort. Guten Abend, mein Name ist Martina Kriegel, ich komme aus Rehnsdorf und ich bin hier, um zu sagen, dass mir Integration wichtig ist, dass Tröglitz eine weltoffene Stadt ist, dass wir uns nicht verschließen können vor der Regierung. Und alle Leute, die aus der Deutschland protestieren, sollen sich mal in Erinnerung rufen, wie viele gute deutsche Namen wir in der Fußballnationalmannschaft haben. Dass wir auch in Deutschland Fahne durch den Ort gezogen haben, zu freundlichen Weltmeister wurden und ein Großteil unserer Fußballmannschaft und andere Mannschaften tragen bekannten Namen und einen bekannten Hintergrund. Und ich bin froh, dass ich diese Leute in die Gesellschaft einbringen kann. Man soll nicht immer. Man weiß nie, wer sein Nachbar wird oder wer als nächstes in seine Familie integriert werden soll. Vielleicht bekommt irgendjemand einen netten ausländischen Schwiegersohn. Das ist an euch auch möglich. Und das wäre dann die Integration, und wir können uns nicht mehr verschließen. Was mir am meisten wichtig ist, ich möchte mich ganz öffentlich und ganz herzlich bei Herrn Markus Wirth bedanken, der diesen Schwenk vollgebracht hat und im Grunde her die Urheberschaft dieser Veranstaltung eigentlich in sich trägt. Es wäre schön gewesen, wenn diese Veranstaltung, wo alle Menschen ihre Meinung sagen könnten,
vielleicht auch Ängste abbauen. Also ich bitte um soziale Gleichberechtigung aller Menschen, egal ob Hartz IV oder Migranten, sind alles Menschen und wir können und wir wollen uns nicht verschließen. Wir haben genug Probleme, packen wir sie gemeinsam an. Also mein Name ist Jamie Lagnuno, ich komme aus Frankreich, wohne in Tröglitz seit 4 Jahren. Ich bin auch noch aus Ländler. Aus Erfahrung, ich komme aus einer großen Stadt in Frankreich und neben meinem Wohnsitz gab es einen Platz. Und da kamen auch sehr viele Ausländer, die meisten Araber, aus Marokko, Tunesien und solche islamischen Ländern. Und mittlerweile ist kein einziger Franzose mehr da, und ich bin auch keine Ahnung. Ich muss auch sagen, dass das ist eben eine Erfahrung, ne? Das ist wirklich, wirklich so. Meine Familie hat da auch gewohnt und sind alle weg. Wir haben jetzt das so gemacht, dass das ganze Quartier, das alles ihnen gehört. Die beten 6-mal am Tag und nehmen dann die Tücher raus auf dem Marktplatz und beten. Und kein Mensch darf oder soll oder kann irgendwas sagen. Das ist, ja, sonst ist eben Sache, ne? Und ja, da wollte ich fragen, wenn sowas passiert, ne? Wie eine Person vorher noch gesagt hat, Tröglitz hat noch immer Ruhe gehabt, braucht Ruhe, weiter auch in der Zukunft. Und wenn sowas passieren würde, ja, was machen die dagegen? Kann man dagegen was machen oder sagt man einfach, nee, das ist wegen ihrer Religion, wenn wir jetzt auf den Kriegsplatz sich hinlegen und oder hinsetzen und anfangen zu beten, 6-mal am Tag, wenn wir nichts sagen. Außerdem wollte ich noch sagen, die ganzen Geschichten mit Fußballspielern und so weiter, ja, okay, die reden auch 100 Millionen. Ja, das ist es. Es sind viele Fragen, ich bin hier nach Köln gekommen, ich habe hier eigentlich wirklich ein Nest gefunden, es ist einfach herrlich schön, ich habe meine Arbeit gefunden, ich habe auch hart dran gearbeitet, nicht so einfach als Franzose, ich denke meine deutsche Sprache ist ziemlich gut, ich spreche 7 Sprachen, aber sehr cool, danke. Ich spreche viele Sprachen und habe auch gedacht, dass wenn die Asylbewerber jetzt da sind, mit einer von meinen 7 Sprachen auch helfen kann, bin ich dabei. Und wenn ich irgendeine Übersetzung werden muss oder denen irgendetwas erklären auf in den 7 Sprachen, bin ich dabei. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur in Frankreich, sondern dass es auch in Deutschland Stadtteile in Großstädten gibt, wo die Zahl der ausländischen Bewohner und Mitbürger so groß geworden ist, dass Deutsche sich dort nicht wohlfühlen können. Das kann es durchaus geben. Wir sind hier im Burgenlandkreis und bei den Zahlen, die ich genannt habe, allerdings weit davon entfernt, in so eine Situation hineinzugeraten. Wenn wir jetzt 40 Asylbewerber für 2700 Einwohner hier unterbringen, sind wir noch nicht in einer Situation, die zu einer sozusagen einem Überrollen von ausländischen Kulturen kommt.
Ich kann nicht ausschließen, dass ein Asylbewerber aufgrund seines Glaubens auf dem Fußweg irgendwie den Teppich ausrollt und dann Richtung Mekka betet. Aber das ist genauso viel Ausübung von Religionsfreiheit, wie nicht zu glauben oder eben zu unserem christlichen Gott zu beten. Und solange die Grenzen dem anderen nicht dabei einzuschränken, nicht überschritten sind, finde ich, gehört das in einer freiheitlichen Demokratie genauso dazu, wie die freie Rede, die Sie jetzt hier haben, als Franzose in Deutschland, ebenfalls dazu gehört. Also, lassen Sie uns bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wobei ich eben nicht die Probleme, die in Frankreich in den Außenbezirken der Großstädte vor allen Dingen bestehen, damit kleinreden. Wenn ich das noch sagen darf, dann sind Sie sofort wieder dran. Das Angebot finde ich sehr gut. Also wir können natürlich auch, wir wissen, dass unter Asylbewerbern auch französischsprachige sind. Oder wenn Sie noch mehr Sprachen sprechen, wir würden sehr gerne darauf zurückkommen, wenn Sie sich damit einbringen würden. Vielen Dank für das Angebot. Mit Großstädten und so weiter, aber manchmal nur ein Mensch kann vieles ändern. Und es wurde ja auch zum Beispiel dieses Spaziergang, der jeden Sonntag stattgefunden hat, hat man immer nur auch auf einen einzigen Mensch reduziert, der NPD ist und stolz darauf eben, auch viele andere. Ich als Franzose, das betone ich jetzt, hat mir wirklich wehgetan, als ich in den Medien gelesen habe oder gehört habe, danke euch, dass ich ein Nazi bin. Ja. Ja. Es gab auch schon eine Beratung am 23. 24.
27 Sicherheit im Elsterbeck, diese Behandlung, nicht? Das hat der Bürgermeister eingeladen, also das kommt nicht mehr von Arnim, da noch nirgends so was eingeladen hatte. Da haben Sie sich ja Ulrich und der Herr Haseloff mit dazu gesellt. Und dann gab es da eine sehr, fand ich, sehr interessante Anfrage von der Grundschulleiterin, die sagte, wir haben ja die größte Grundschule im Ort, werden möglicherweise ausländische Kinder aufnehmen müssen, wollen. Wie sieht es aus? Wir haben einen Antrag gestellt, das war spätestens ab August eine Sozialarbeiterin kriegen. Und ich weiß, dass, also da war ich noch auf Arbeit, ich bin jetzt Rentnerin, dass dieses Thema immer wieder kam. Und da haben, ja, und da habe ich anschließend eine Pressemitteilung gelesen aus ihrem Amt, und da steht drin, die Schulleiter brachten gegenüber dem Landrat den Wunsch auf Unterstützung für einen Schulsozialarbeiter zum Ausdruck. Sie aber haben gesagt, das ist nämlich ganz was anderes, so eine Grundschule und diese Grundschule mit 175 Schülern, die die größte ihrer Art in unserem Kreis ist, bekommt definitiv einen Sozialarbeiter. Und dann möchte ich jetzt einfach fragen, stehen Sie zu dieser Zusage oder geht es zwischen Waschi mit dem Wunsch, dass man fragen könnte, wir sind ja aber nicht bei Wunschstraß. Das ist das eine. Und dann wollte ich noch mal was sagen zur Ehrenrettung dieser, das ist ein dämliches Wort, aber ich kann es dafür, dieser Regionalbereichsbeamte. Das sind ja nicht die Kripo-Leute, sondern das sind Leute, an die man sich wenden kann, wenn bei in unseren Dörfern auch was ist, muss ich jetzt mal sagen. Also mir fahren sie immer mal über die Füße, weil ich nicht draußen rumlaufe. Und ich habe auch schon zwei Dinge angebracht, die sie kontrolliert haben, wo ich auch eine Rückmeldung gekriegt habe. Also von den beiden erwarten Sie bitte nicht so viel, aber sprechen Sie es mal auf einmal. Bevor der nächste Redner kommt, möchte ich gerne zu den Punkten was sagen. Ich weiß, dass das der Bevölkerung das Gerücht rumgeht, ja, die kommen ja extra deswegen, diese zwei Regionalbereichsbeamte, das ist nicht so, das kann ich Ihnen wirklich bestätigen. Der Innenminister unseres Landes hat seit dem vorigen Jahr eine Veränderung der Struktur auf den Weg gebracht, und es dauert halt eine gewisse Zeit, bis die dann auch wirklich auch in der Elsauer angekommen ist, und am 1.1. ist es dann bei uns wirksam. Das ist vielleicht zufällig zusammengefallen, aber wir arbeiten da schon als Gemeinde, gemeinsam mit dem Innenministerium, sehr an dieser Aufgabe, dass wir wieder zwei Polizisten, sagen wir so, in unserer Elsterer bekommen. Die Drücklitzer kennen das. Wir hatten mal eine Polizeistation, ja, dann hatten wir mal zwischendurch auch eine Übergangsphase. Wolfgang Schulz war dann mal bei uns, sogenannte ABV, und jetzt haben wir wieder zwei, und da bin ich sehr, sehr froh. Nicht wegen dieser Problematik, aber Frau Basi hat es gesagt, stehen auch unsere Bevölkerung zur Verfügung, und wir arbeiten sehr gut und ganz konkret zusammen. Zu dem Thema Schulsozialarbeit. Also es bleibt dabei, was ich dort gesagt habe, eine Schule, die so groß ist wie diese Grundschule, die muss einen Schulsozialarbeiter bekommen. Und ich werde da alles dafür tun, dass dieser Schulsozialarbeiter auch an die Schule kommt. Was nicht stimmt in Ihrem Zitat, ich habe nie gesagt, dass es die größte Schule ist im Bogenlandkreis, das stimmt nicht, weil ich kenne mehrere Grundschulen, die haben deutlich mehrere Schüler, aber das spielt gar keine Rolle für diese Frage. Es ist eine große Grundschule, und wir haben diese Herausforderung hier zu bewältigen, dass möglicherweise Grundschüler an diese Schule kommen. Und deshalb ist der Wunsch der Schule, dort einen Sozialarbeiter zu bekommen, berechtigt. Ich werde das mit besten Kräften unterstützen. Ich denke, das wird auch gelingen. Schönen guten Abend. Mein Name ist Steffen Thiel. Ich habe über 30 Jahre in Tröblitz gewohnt, habe Eigentum in Tröblitz, und ich habe folgende Frage. Hier sind viele Bürger, die auch Eigentum in Tröblitz haben. Und zwar geht es darum, wie sieht das aus mit den Häusern, die da in der Nähe stehen, wenn der Wert der Immobilien sinkt, wenn dann die Asylbewerber oder die umliegenden Grundstücke, wenn die dann nicht mehr so viel wert sind, wie sie es jetzt zur Zeit sind, wie wird das dann sein? Wer nimmt dann die Kosten? Ich bin jetzt sicherlich vorgegeben.
sind viele von Auswärts nach Drömitz gezogen, haben da viel Geld reingesteckt, viele 100.000 Euro. Und wenn jetzt das Holz vielleicht schon 250.000 wert ist und nach einem Jahr, man weiß nicht genau, was passiert in Drömitz, wenn die Grundstücke nur 150.000 wert ist, Sie als Landrat sagen immer, Sie übernehmen dann die Verantwortung und übernehmen Sie dann auch die Kosten. Das ist die erste Frage. Und dann hätte ich noch eine Frage, die Zahl der Asylbewerber steigt ja ständig. In Gröblitz sollen jetzt 40 Asylbewerber eine Unterkunft finden. Meine Frage, wenn weitere Vermieter in Gröblitz, wir haben ja viele leerstehende Wohnungen und leere Blöcke, aber bloß an der Fahrerhofsgruppe. Wenn da weitere Vermieter sagen, wir würden hier gerne auch vermieten, was sagt dann die Burgenlandverwaltung dazu? Und ob sie dann jetzt vielleicht schon mal eine kleine Auskunft geben können, ob sie, weil ja die Zahl steigt ständig, ob das dann bei den 40 bleibt oder wir dann 70 oder 100 kriegen. Das wäre also die zweite Frage. Dann hätte ich. Ich habe noch einen mehr. Dann zu dem Sicherheitsdienst, den wir hier nach Drömitz bekommen. Wer wird da vor wem geschützt? Werden die Bürger vor den Asylbewerbern geschützt oder die Asylbewerber vor den Bürgern? Das ist mal noch eine Frage. Dann gehen wir im Burgenlandkreis auch im Kreistag. Ich frage mich, warum da nicht auch ein Vertreter von unserer Fraktion vorne ist. Wir gehen in Eckersberg-Aktion zum Sicherheitsdienst über 100.000 Euro aus im Jahr. Wir gehen in Lauenburg über 100.000 Euro im Jahr aus. In Hohenwölzen werden wir das dann auch tun. Nur für Sicherheitsdienst. In Tröblitz für 40 Asylbewerber werden wir auch an die 100.000 Euro ausgehen. Nur für Sicherheitsdienst. Da ist noch nicht der Betreuer dabei, der auch dann in jeder Unterkunft, die ich gerade genannt habe, dort anwesend ist. Das sind alles Kosten. Nur für Sicherheitsdienst haben wir im Jahr Kosten von 500.000 Euro. Wie Sie alle jetzt hier erfahren haben, letzte Woche haben Sie selber eine Aussage gemacht, die 6,1 Millionen für Asylbewerber werden nicht reichen. Wir werden für dieses Jahr 11 Millionen brauchen. Wissen Sie schon mehr, dass es nicht mehr bei den 620 bleibt, sondern doch einige, müssen ja dann schon viele hundert mehr werden. Ich denke mal, das ist an Fragen genug und die möchte ich jetzt dankbar sagen. Dankeschön. Also die wichtigste Frage, glaube ich, auch für die Tröglitzer ist, wie geht das dann weiter? Ist das wie so eine Spirale? Heute werden 40, morgen weitere Wohnungen angemietet und wird es dann irgendwann mal zu einer Übervölkerung von Ausländern? Also vorgesehen ist das nicht. Ich möchte folgendermaßen im Burgenlandkreis vorgehen. Ich erläutere es nochmal. Wenn die Zahl der Asylbewerber weiterhin auf dem Niveau bleibt, auf dem sie sich zurzeit befinden, also relativ hoch, dann möchte ich, dass wir schrittweise diese Aufgabe, diese Herausforderung über den gesamten Landkreis verteilen und alle Orte, die eben ich als Infrastrukturorte bezeichne, wenn wir so ein Grundzentrum, also die Möglichkeit zum Einkaufen, zur Schule und so weiter haben, dass wir dort schrittweise diese Orte nutzen, um nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen. Das heißt, ich sage es nochmal, das sind solche Orte wie Laucha, Bad Bibra, Nebra, Osterfeld, Teuchung. Alle diese Orte haben wir jetzt noch nicht so genau visiert gehabt und die würden wir dann natürlich auch heranziehen und dort nach Immobilien suchen. Es steht also nicht zu befürchten, dass in der nächsten Zeit weitere Asylbewerber untergebracht werden. Ich kann Ihnen allerdings niemals eine endgültige Garantie für alle Zeiten geben. Ich muss ja ehrlich mit Ihnen sein, weil niemand von Ihnen und ich auch nicht weiß, wie sich der Zustrom von Asylbewerbern in den nächsten Jahren entwickelt, dass wir nie wieder sagen werden, nach Tröglitz kommen weitere Asylbewerber, wir suchen hier noch Wohnungen. Wir legen es jetzt nicht darauf an, wir werden auch Angebote, wenn Vermieter solche Angebote jetzt machen würden, ablehnen, solange wir nicht auf alle Schultern im Landkreis diese Aufgaben möglichst gleichmäßig verteilt haben und die
groß die Unwuchten sind. Ich habe Ihnen ja die Zahlen genannt, auch zwischen den Mittelzentren ist Ihnen ja jetzt bekannt. Die Frage, welche Funktion hat ein Sicherheitsdienst, wir haben beide Funktionen, natürlich für Sicherheit zu sorgen, dass niemand irgendwas passiert, nach Möglichkeit. Die Kosten der Unterbringung für Asylbewerber, ja, also ich habe das ja schon öffentlich gesagt, wenn die Asylbewerberzahlen weiter steigen werden, also nicht wir bei der ursprünglichen Prognose bleiben, sondern die höher liegen wird, dann wird auch der Betrag von den 6,1 Millionen nicht ausreichen. Und dazu werde ich auch eine Sitzung des Kreisausschusses durchführen. Da ist ja auch Ihre Fraktion dann dabei. Und da werden wir dann aktuelle Hochrechnung vorlegen. Aber ich habe ja schon eine Zahl öffentlich genannt, die dann sozusagen aktuell wird. Ich hätte noch eins. Der Burgenlandkreis hat voriges Jahr nach Ihrer Aussage im November, also Ende des Jahres, 40 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Jetzt haben wir 58 Kriegsflüchtlinge. Selbst hier kein Krönitzer oder ich bin da groß geworden, hat das gegen Kriegsflüchtlinge. Aber wenn ich dann höre, dass dann 600 Asylbewerber, die viel Geld für die Überfahrt von dem Land hierher machen, da fällt mir jedes Verständnis. Wer von uns hat 10.000 Dollar, um etwas mehr zu wollen und da irgendwelchen Wirtschaftsjungen Geld zu verdienen? Also, das ist voll, also, voll mit jeder Beschreibung. Wie gesagt, gegen Kriegsflüchtlinge hätte keiner was und man bräuchte für die 58 wirklichen Kriegsflüchtlinge, bräuchte man auch keine 11 Millionen. Bitte schön. Mein Name ist Gerhard Martin, ich bin die Zeit, deshalb meine Frage, darf ich, wenn etwa 500 Meter von Dünnis entfernt, darf ich... Also da jetzt nicht unbedingt von Warteschranken sind, Frau Kollegin. Und dann geht es ja so, dass... Ja, ja, das ist wirklich auch gut, dass Sie das sagen. Ich bin gefragt, wer wir hier wohnen. Aber im Moment, das ist hier kein... Demokratisch. Sehr schön. Das ist undemokratisch. Ja, wenn man nur die Leute fragt, die hier wohnen. Also ich habe nicht gesagt, dass so diese Wortung hier wohnt, sondern dass diese Veranstaltung eine Einwohnerversammlung für die Einwohner von Gröbnitz ist und dass sich deshalb die Einwohner von Gröbnitz, würden sie mir das zuhören oder wenn sie jetzt zusammen dort in den Mikro holen? Ihnen ist auch nicht das Wort gefallen, also hören Sie den Mann mal zu, bitte. Ja gerne, ich wollte Ihnen ja nur erklären, dass ich der Meinung bin, dass zunächst mal die Einwohner hier das Play haben, aber dass in dem Moment, wie es jetzt ist, das war ja nur mit der Luft, okay? Also bitte, Sie haben das Wort, nicht so lange drum herum. Herr Lambert, Herr Lambert, Sie haben uns ein wunderbares Statement abgegeben, aber das war für die Unterkunft, für die Versorgung der Asylanten, aber für die Sorgen und Nöte der Einwohner hier nicht. Ich habe da nichts gehört von Ihnen. Jetzt im Nachhinein kamen Dinge, wo Sie sagten, welche Schutzmaßnahmen zu was getroffen werden. Mein zweites ist, Sie haben hier dargelegt, die Asylanten, deren ca. 6,1 Millionen Euro gegeben, um die zu versorgen. Sie hätten hier ganz konkret gewusst. Konkret. Wir wissen, dass wir eine Migrantenindustrie haben, eine Verwaltungsindustrie haben. Sie wissen ganz genau, das ist 300 Euro. Ist spezifisch für die Person. Mir geht es aber um den Sachverhalt, was kostet Asylanten eigentlich insgesamt? Und dann sage ich anschließend auch meine Rente, die ich nach 46 Jahren bekomme. 46 Jahre bekomme. Ohne Arbeitslos und Hartz IV. Wenn Sie mir jetzt sagen, was Asylanten kosten insgesamt. Zunächst nochmal die Behauptung oder die Erklärung, dass ich für die Sorgen und Nöte der Tröpfelzer nicht genügend Ohr habe. Also das will ich nicht ausschließen, dass das auch ein Fehler in dem Prozess war, weshalb es auch zu so einer Eskalation in Tröpfels geführt hat, dass ich und vielleicht auch noch andere zu wenig hingehört haben. Das ist völlig klar. Und wenn sowas passiert, liegt das nie immer nur an einem. Und ich nehme mir das auch sehr an. Und ich habe mir auch intensiv Gedanken gemacht, ob dieser Prozess, den wir da durchführen, wenn wir in einem Ort Asylbewerber unterbringen,
von den ersten Gedanken sozusagen über die Entscheidung und die Information der Einwohner bis dann später zur Unterbringung, ob das von der Abfolge her richtig ist oder ob man da was verbessern kann, ob man früher informiert. Also ich mache sicher auch Fehler, keine Frage. Gleichwohl teile ich die Angst, wenn aus Ihren Worten Angst sprach oder auch aus den Worten derer, die hier kritisch sich zu Wort gemeldet haben, die Angst letztlich nicht. Die Angst, wenn 40 Menschen von irgendwo aus der Welt in einen Ort mit 2700 Einwohnern kommen, dann ist das eine Herausforderung. Sie machen mir persönlich aber überhaupt keine Angst. Ich bin da weltoffen und ich traue den Tröglitzern und den anderen Menschen im Bogenlandkreis durchaus zu, dass sie in der Lage sind, mit dieser Situation umzugehen und je mehr mitmachen an der Integration und nicht nur darüber reden, was andere tun sollen. Das war ja auch so ein bisschen das Ergebnis dieser schwierigen Situation vor ein paar Wochen, dass sich da ganz viele gemeldet haben und uns erklärt haben, wie wir es alle besser machen. Die kamen aber alle erst hinterher, nicht vorher. Wenn die jetzt alle mitmachen, die da uns kluge Ratschläge gegeben haben, dann wird das auch eine gute Sache werden, drückens. Gestatten, dass erstmal Frau Böhmer-Walter, das ist die Pfarrerin von Eckertsberger, jetzt etwas sagt, dann sind Sie gleich an der Reihe. Bitte schön. Ich kann das nur auch nochmal bestätigen. In Eckertsberger haben wir ja jetzt seit Mitte Oktober deutlich mehr. Das sind 60 Asylbewerber, die bei uns untergekommen sind in der Gemeinschaftsunterkunft. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wenn ich es nicht wüsste, dass sie da sind, dann würde ich es fast gar nicht merken. Man sieht sie beim Einkaufen und man sieht sie vielleicht mal auch durch die Stadt gehen. Ich bin öfter dort in der Gemeinschaftsunterkunft und wir haben ja auch dort einen Kaffee der Begegnung und alle solche Dinge ins Leben gerufen. Es gibt dort, habe ich noch keine Frau mit Kopftuch gesehen oder sonst irgendjemanden. Die haben sicherlich alle irgendeine Religion, weil die allermeisten Menschen außer den Deutschen meistens irgendeine Religion haben, aber bisher habe ich davon noch nicht gemerkt, dass da davon irgendwelche Unruhe ausgeht. Und ganz im Gegenteil, zu Weihnachten waren welche im Gottesdienst und auch sonst waren auch mal welche im Gottesdienst. Ich habe den deutlichen Eindruck, dass es sich gut mischt und dass die Chancen ganz gut stehen, ja, dass das Zusammenleben funktioniert. Es hat die Straftatbestände, die in irgendeinem Zusammenhang mit Asylbewerbern oder dergleichen stehen, die sind nach wie vor auf Null. Und das ist ja nun doch schon fast ein halbes Jahr, dass wir dort eben bei uns die Menschen haben in der Gemeinschaftsunterkunft. Es gibt inzwischen gutes Miteinander im Sportverein, es gibt eben auch mit den Kirchengemeinden ein gutes Miteinander. Die Ärzte haben sich Zettel mit verschiedenen Sprachen hingelegt, wo sie dann erklären können, dass kommt auch in Gang und nach meinem Eindruck funktioniert es. Meine Kinder gehen zur Schule und dann ist eben in der Grundschule auch ein Kind, was dort von einem Heim mit dabei ist. Es ist nicht immer dann alles einfach, aber es funktioniert und wir haben dadurch ein paar mehr Grundschüler, das schadet dem Erhalt unserer Grundschule natürlich auch nicht. Wir haben dadurch ein paar mehr Kindergartenkinder, auch das ist für unsere Kindergärten ganz gut. Was wir immer noch nicht haben, ist ein Bus, der am Samstag und Sonntag fährt. Den hätte ich auch ganz gerne. Aber ich will nur sagen, das Alltagsleben funktioniert gut. Ich kann Ihnen da nur Mut machen und kann Ihnen nur sagen, bisher habe ich keine einzige negative Erfahrung gemacht in Eckertsberg. So, jetzt sind Sie aber wirklich an der Frage. Mein Name ist Cornelia Köhler. Ich wohne in der Elsterau in Draschwitz, bin also hier in Tröglitz wohl Post und mich interessiert das einfach, weil ich zugereist bin. Ich weiß, wie schwer es ist, mich zu integrieren, selbst in der Heimat, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ich bin mit einer Tochter hergekommen. Meine Tochter ist von einer türkischen Kinderfrau betreut worden, von einer Muslima. Also damals gab es noch keine Kinderorte. Ich hatte meine Tochter mit türkischen Kindern zusammen im Kindergarten. Meine Tochter ist später konfirmiert worden. Wir sind Christen. Also es funktioniert, wenn man möchte. Aber mein Anliegen jetzt in dieser Richtung ist, oder ganz konkret für diese Veranstaltung, ich hatte eine Spendenaktion vor einiger Zeit ins Leben gerufen, nach 100 Euro. Aber ich habe das alles anonym gemacht. Und nachdem jetzt ja nun auch
ehrenamtlich sich engagieren und vielleicht doch mal großteils doch etwas machen, was anderen nicht gefällt, bewohnt werden. Also ich habe es anonym gemacht, weil ich eben so etwas schon mal befürchtet habe, dass es sein kann, dass jemand, der etwas Gutes tun will, politisch dann doch nicht so korrekt angesehen wird, wie man es gerne möchte in bestimmten Kreisen. Gibt es da den gleichen Schutz, wie jetzt dieser Bürgermeister, der Herr Nett bekommt, sobald irgendjemand angegriffen wird, dass ein Verfahren dauert lang, es wird eine Anzeige erstattet, es wird ermittelt, wie man das hier auch schon durch, also wenn ein rechter Angriff kommt oder eine Drohung, nur mit der erhobenen Hand, das dauert, so dass sowas für euch ist. Und ich hätte schon ganz gerne ein bisschen mehr Sicherheit, auch wenn ich nochmal ehrenamtlich tätig werde, dass wenn mir das passiert, bloß weil ich vielleicht jemanden nicht gefalle aus der Szene, bedroht werde. Geht es dann genauso schnell bei einem Moment. Vielen Dank, Sie. Vielleicht nochmal aus polizeilicher Sicht darauf Bezug nehmen, was passiert, wenn eine Bedrohung gegenüber jemandem ausgesprochen wird. Also wenn das der Fall ist und der Betroffene meldet sich bei der Polizei, das ist auch immer unser Anliegen, dass so schnell wie möglich dann auch informiert wird, dann werden natürlich die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Für Sie wird sich das alles bürokratisch anhören, aber dann wird das mal der erste Anruf gefahren. Das heißt, es wird eine Strafanzeige aufgenommen, es werden Zeugen gefragt, die Hintergründe erhoben. Und wenn sich dann daraus ergibt, dass eine Gefährdungslage da ist, dann werden auch weitere Maßnahmen getroffen. Das ist eine gängige Praxis, das ist auch mit anderen Straftaten so, aber bei Drohung insbesondere, dann wird auch der Einzelfall betrachtet und die Maßnahmen darauf abgestimmt, die unterschiedlicher Intensität sein können. Das ist überall in der Bundesrepublik so und es kann ja schriftliche Bedrohungen eingehen, es kann mal in einer direkten Auseinandersetzung sein. Und da ist immer auch das Fingerspitzengefühl der Beamten vor Ort dann auch gefragt, dass da ordentlich eingeschritten wird und dass sich dann der Bürger auch sicher fühlen kann. Wenn Sie gestatten, bevor Sie jetzt Ihre Frage stellen, Frau Mördeck hat sich schon mehrfach gemeldet, ich würde jetzt gerne erstmal das Wort erteilen, bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht zu der Frage, wie geht man eigentlich mit solchen Bedrohungen und Einschüchterungen um, die es eben auch gibt. Neben der Antwort, der polizeilichen Antwort, die gegeben ist, kann ich nur sagen, die beste Unterstützung und der beste Schutz gegen Bedrohung und Einschüchterung ist doch unser aller gemeinsame Solidarität für diejenigen, die sich engagieren. Und da sind wir alle gemeinsam. Asylsuchenden auf der anderen Seite. Da ist was falsch verstanden worden. Wenn hier von Kriegsflüchtlingen die Rede war, dann sind das diejenigen, die im Rahmen eines bundesweiten Kontingents durch die Bundesrepublik Deutschland aus Syrien bzw. aus den Flüchtlingslagern rund um Syrien aufgenommen werden. Da hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, 20.000 Menschen aufzunehmen, die auf die Bundesrepublik verteilt werden. Unter den Asylsuchenden sind auch Menschen, die genau den gleichen Schutz brauchen. Und es sind allein 25%, ein Viertel aller Asylsuchenden, die im Moment nach Deutschland kommen, kommen aus Syrien. Und diese Menschen haben genau das Gleiche erlebt, wie diejenigen, die wir im Rahmen des Kontingents aufnehmen. Sie kommen aber eben über das Asylverfahren, das heißt, sie kommen selber nach Deutschland, sie haben den schwierigen Weg bis hierher unter Inkaufnahme vieler, vieler Gefahren, die sie alle aus dem Fernsehen kennen, auf sich genommen, um dem Grauen in Syrien und auch dem Grauen in den Flüchtlingslagern zu entkommen. Also von den 6.600 Asylsuchenden, die im letzten Jahr nach Sachsen-Anhalt gekommen sind, sind alleine 1.585 Syrerinnen und Syrer gewesen, die in genau dieser gleichen Situation gewesen sind und ich denke, auch im Burgenlandkreis heißt das, 25% der Neukommenden kommen aus Syrien und das sind wirklich Menschen, die wir in keinem Fall zurückweisen können und die aller Voraussicht nach auch ein Recht auf politisches Asyl zugesprochen bekommen. Es gibt eine Anerkennungsquote von über 90%.
20% bei den syrischen Flüchtlingen. Das heißt, diese Menschen, wenn die hier zu uns kommen, dann werden sie auch rechtlichen Schutz erhalten und sie werden bei uns bleiben. Das ist ganz eindeutig so. Und das heißt, es geht nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. Es geht darum, wie wir das organisieren und wie wir organisieren, dass sie schnellstmöglich hier ankommen. Und da will ich Ihnen kurz berichten, ich wohne auch in einem kleinen Dorf im Wördekreis und in meinem Nachbardorf, das ist so groß wie Tröglitz, 2500 Einwohner, das ist Weferling im Wördekreis, dort ist auch gerade eine Unterkunft eingerichtet worden, aber nicht Wohnungen für 40 Menschen, sondern eine Unterkunft für 200 Menschen, von jetzt ab sofort in Weferling und in einer Gemeinschaftsunterkunft und wir bemühen uns auch dort sehr darum, durch ehrenamtliche Unterstützung, durch ehrenamtliche Aktivität, das so gut wie möglich zu organisieren. Und ich habe vor einigen Wochen dort einen Informationsabend veranstaltet, wo ich einen syrischsprachigen Menschen eingeladen habe und wir haben die Syrer, die dort waren, zu einem Informationsabend eingeladen. Verehrte Damen und Herren, da saßen 30 junge Menschen, und jeder von denen hatte eine qualifizierte Ausbildung. Da waren zwei Ärzte, da waren zwei Rechtsanwälte, da waren Bäcker, da waren Chemiker, da waren Laboranten. Alles Menschen mit guten Qualifikationen, die nichts sehnlicher wünschen, als so schnell wie möglich zu arbeiten. Diese Menschen sind hierher gekommen, um so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Empfang von sozialen Leistungen, um schnellstmöglich zu arbeiten und sich in unserer Gesellschaft einzubringen, nach Möglichkeit, nach einigen Jahren in ihr Land zurückzugehen und dort zu helfen beim Wiederaufbau in Syrien. Und es kommt auf uns alle gemeinsam an, dass wir das jetzt gut organisieren. Wer ist eigentlich so dumm, Ärzte zurückzuschicken, wo wir in Sachsen-Anhalt und zwar überall Ärztemangel haben? Also kommt es darauf an, wie erreichen wir die so schnell wie möglich, dass wir Sprache organisieren, dass wir die Anerkennung des Abschlusses organisieren und dass wir dann auch den Berufseinstieg organisieren. Und dann, verehrte Damen und Herren, haben wir auch keine Kosten. Ein Flüchtling, der schnell in Arbeit kommt, kostet uns nichts, sondern er bringt etwas, und zwar ökonomisch wie auch gesellschaftlich. Und ich glaube, auch im Burgenlandkreis gibt es Bedarf in manchen Berufen und das muss man sich ganz genau angucken. Umgekehrt darf ich sagen, ein Flüchtling, der keine Qualifikation hat, der muss sich einer sogenannten Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit stellen, weil das vorhin gekommen ist, die Angst darum, Deutsche werden benachteiligt. Die Bundesagentur für Arbeit prüft dann, gibt es vor Ort deutsche Bürgerinnen und Bürger, die bevorrechtigt sind, einen solchen Arbeitsplatz zu erhalten. Und wenn es die dann gibt, dann wird diese Erlaubnis zur Arbeit nicht erteilt. So ist die gegenwärtige Rechtslage. Deswegen brauchen Sie an der Stelle keine Sorge zu haben, dass die Flüchtlinge, die hier zu Ihnen kommen, dann Arbeitsplätze wegnehmen. Da können Sie wirklich sicher sein. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus, dass wir die, die wir wirklich auch brauchen, dass wir ihnen schnellstmöglich die Chance auf Arbeit und Integration eröffnen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und zwar, ich komme aus dem Nachbarlandkreis, ich möchte aber konkret etwas vorschlagen. Moment, wo kommen Sie jetzt denn noch aus welchem Landkreis? Aus dem Landkreis Kreiz. Kreiz ist nicht der Nachbarlandkreis, Entschuldigung. Von Burgenland ist schon, wir kennen es aneinander. Nee, keine Idee. Ich kenne meinen Nachbarkreis. Also, Pölzig ist der Übergang, wenn man von Kreiz in den Burgenlandkreis rüberfährt, wo man bevor es dann hat. Ich schlage konkret etwas. Machen Sie was ganz Kurzes. Barmherzigkeit dafür, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Ich habe unsere Zahlen mal durchgerechnet und kam darauf, dass das etwa 6% tatsächlich Kriegsflüchtlinge sind. Das wäre bei 40 Personen für Drücklitz 2. Ich persönlich wäre sogar bereit, diese zwei aufzunehmen. Zeigen Sie mir mal die Politiker, die auch dazu bereit sind, das zu tun. Und dann. Das Kontingent, das bei uns angesprochen wurde, auf politischer Ebene nochmal erhöhen, damit wir
sich um Leib und Leben fürchten müssen, von uns aus Barmherzigkeit Hilfe bekommen. Dafür habe ich mich dreimal hintereinander in Drögenitz bei den Spaziergängen eingesetzt. Die Medien haben es dargestellt, als ob dort Nazis wären oder Ausländer oder Asylantenfeinde. Ich habe mich dreimal für Asyl, für die Verfolgten dort ausgesprochen. Und das wurde positiv aufgenommen. Und ich möchte appellieren an jeden Einzelnen, die wirklich Bedenken aufzunehmen, euch bereit zu erklären. Ich hoffe, der Landrat ist bereit, die Kontaktdaten dafür entgegenzunehmen. Aber sorgen Sie bitte, Herr Landrat, auch dafür, dass die 94% anderer, von denen man dann vielleicht und wahrscheinlich zu einem Riesenteil feststellen wird, dass sie nicht um Leib und Leben fürchten müssen, dass sie auch gemäß der deutschen Gesetze schnell wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Hier zu sprechen. Ich habe auch die Möglichkeit. Aus politischer Sicht möchte ich noch sagen, als Friedensstifter, jeder hat seine politische Verantwortung, damit diese elenden Kriege in der Welt gestoppt werden. Als Politiker darf man die Stimme erheben, zu sagen, keine Waffenexporte, keine Unterstützung dieser US-Kriegsherrschaft. Barmherzigkeit und Friedensstiften, liebe Freunde, das ist unsere christliche Verantwortung, sich der Bedenken anzunehmen. So, das war sie jetzt. Das ganze Welt soll Sandland zu sein. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich danke, das war ja ein mitreißendes Wort. Entschuldigung, wir haben jetzt. Entschuldigung, das war keine Absicht. Dann würden Sie sich bitte nochmal stellen, damit ich auf diese Frage eingehen kann. Inklusive nicht das pro Kopf, was Sie vor uns hatten. Da sind wir dann 6,6 Millionen. In der Verwaltung. Die brauchen Ärzte, Verwaltung, die brauchen Psychologen, was auch etc. Dies gesamt, ich kann mich nicht bewusst und anschließend habe ich meine Rente 46 Jahre ohne Unterbrechung arbeitslos. Also ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht für jeden Asylbewerber von seinem Eintreffen her bis zum Beispiel zur Einbürgerung sagen, was für finanzielle Aufwendungen damit verbunden sind. Ich kann Ihnen mal zitieren aus einem Interview von Spiegel Online, das am 3. Januar, ist nicht mehr ganz neu, am 3. Januar dieses Jahr erschienen ist. Und da ist der Volkswirtschaftler, der nicht gerade im Verdacht ist, diesem Asylverfahren positiv gegenüberzustehen, Hans-Werner Sinn zu dem Thema Einwanderung und Asyl befragt wurde. Und da fragt Spiegel Online diesen Volkswirt, also nochmal im Klartext, ist Migration für Deutschland unter dem Strich nun ein Verlustgeschäft oder nicht? Und da antwortete Herr Sinn, ich vermute einmal, dass sie trotz der vermeidbaren Fehlentwicklung per Saldo immer noch ein Gewinn bedeutet. Dafür spricht nicht nur die Migrationstheorie, sondern auch der Blick auf die deutsche Migrationsgeschichte. Wir brauchen die Migranten wegen des Rentenproblems und auch für den Arbeitsmarkt. Und wenn Sie dieses Thema Arbeitsmarkt, die Gelegenheit haben wir jetzt nicht hier sehr lange darüber zu reden, wenn Sie das mittel- und langfristiger betrachten und nicht nur die aktuelle Situation sehen und wissen, dass wir in den nächsten 15 Jahren auch hier im Burgenlandkreis ungefähr 25% der Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren, weil die in Rente gehen, dann wird auch hier im Burgenlandkreis im Jahr 2030 dem Letzten klar, dass wir ohne die Möglichkeit, wieder zu neuer Bevölkerung zu kommen, auch auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr weiterkommen. Und sich langsam, ganz langsam, Leute hier nicht überfordern, mit diesen Gedanken zu befassen, um diese Absicherung nur aus wirtschaftlichen Gründen betrachtet, auch mit Migranten, mit Zuwanderung, mit Flüchtlingen möglich ist. Damit möchte ich Sie auch konfrontieren heute. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich kann Ihnen keinen bestimmten Betrag sagen für alle, weil das ist ja sehr unterschiedlich pro Person. Jetzt würde ich gerne die letzten beiden, die jetzt hier noch stehen, die würde ich gerne noch zulassen. Sie auch. Okay, die drei.
dann möchte ich natürlich im Hinblick auf die Zeit dann auch die Veranstaltung langsam zum Ende bringen. Also Sie drei, die jetzt hier an den Mikrofonen stehen, kommen alle noch dran. Bitte schön. Ich hätte noch eine Frage, wie lange soll die Unterkunft angewiesen werden? Oder wie lange wird beabsichtigt, die Asylbewerber drücken zu öffnen? So lange. Wir befristen das nicht so lange, wie es notwendig ist, Menschen, die hier im Burglandkreis kommen und um Asyl bitten, unterzubringen, so lange wollen wir diese Wohnung noch haben. Es leuchtet. Mein Name ist Christiane Borkert, ich bin Bürgerin von Tröglitz und ich möchte gerne alle Anwesenden noch auf eine Sache hinweisen. Jeder, der Nägel mit Köpfen machen will und irgendwie Unterstützung für Tröglitz anbieten möchte, in Tröglitz hat sich eine Initiative aus den Friedensgebeten heraus gebildet und diese Initiative heißt Miteinander Füreinander. Es ist noch kein fester Verein oder sowas, es ist jetzt eine lose Ansammlung von Menschen, die sich engagieren wollen und die auch dieses Schreiben verfasst haben, was vielen vielleicht schon bekannt ist. Es liegen draußen Unterschriftenlisten aus, die können einmal diese Anliegen unterstützen, ihre Unterschrift. Und sie können aber auch, wenn sie ganz konkret was machen möchten, ihre Kontaktdaten auf eine andere Liste eintragen. Und wenn Sie schon Vorstellungen haben, wie Sie sich einbringen möchten, kann ich das auch tun. Ansonsten, wie gesagt, wir würden dann dankbar sein. Kai Holz ist vorne und wird es entgegennehmen und würde dann auch im Zweifelsfall die Menschen ansprechen, die sich für den Ort engagieren möchten, wenn die auf der Liste stehen, die ihren Kontakt haben. Haben wir tatsächlich weltweit und deutschlandweit inzwischen Spendenangebote bekommen, sind selber weiter am Sammeln. Es gibt ein großes Interesse, dass man hier Integration gelingen lassen will. Und dafür spenden Menschen aus diesem ganzen Land. Und diese Summe wird auch eingesetzt, zum Beispiel für ein Bewegungscafé, das wir im Burschitz, im Fördervereinsgebäude eröffnen werden, weil wir sagen, es ist wichtig, dass die Asylanten nicht nur in ihrem Gebäude sind, sondern auch woanders noch Bewegungsstelle haben, dass sie uns da kennenlernen. Ich glaube, das ist ein positives Zeichen, dass Menschen aus ganz Deutschland sich auch diesen Ort annehmen wollen und da offen sind. Das sollte für uns alle auch wirklich ermutigen. Damen und Herren, aus diesen Turbulenzen, von denen Sie jetzt sprachen, die wir hier in Tröglitz hatten, sollten wir auch die Möglichkeiten und die Chancen erkennen. Sie haben eine solche Chance beschrieben, nämlich wir haben eine große Aufmerksamkeit in Tröglitz erfahren und jetzt wollen wir alle diejenigen, die sich zu Wort gemeldet haben und die gesagt haben, uns auch zu helfen und zu unterstützen, auch wirklich ernst nehmen und bei ihrer Verantwortung nehmen. Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass wir alle möglichen Ebenen jetzt um finanzielle Unterstützung bitten. Und deshalb finde ich gut, wenn sich hier schon welche finden, die spenden, aber das betrifft auch die Bundes- und die Landesebene, die wir jetzt alle in die Verantwortung nehmen werden, um die Schulen, die Kindergärten und auch eben die Ehrenamtlichen, die hier tätig sind, zu unterstützen. Meine Damen und Herren, es waren 2 Stunden. Mit durchaus sehr unterschiedlichen Positionen, die hier vorgetragen wurden, aber wie ich empfinde, doch in sachlicher Weise. Wir konnten uns miteinander unterhalten, wir haben uns zugehört, wir haben auch teilweise daraus gelernt, also nicht auf jeden Fall. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Disziplin, für Ihre Aufmerksamkeit, auch für das Verständnis, dass Sie uns, die wir mit dieser Aufgabe genauso wie Sie jetzt leben wollen, dass Sie hierher gekommen sind und jetzt geht es wirklich darum, Integration in Tröglitz zu leben. Ich wünsche Ihnen allen, dass jeder sein kleines Feld finden möge, wo er einen kleinen Beitrag leistet, dass es hier in Tröglitz gelingt.
und dass in einem Jahr diese Fernsehteams, die überall hier stehen, dann wiederkommen und berichten können, es hat doch geklappt mit den 40 Asylbewerbern. Oder hätten beitragen wollen, denen aber jetzt keine Frage gestellt wurde. Kommen Sie gut nach Hause, auf Wiedersehen.